So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Livestream hier im Android-Kurs, im VRB-Kurs Mobile Apps für Android. Ich darf Sie alle wie immer ganz, ganz herzlich begrüßen und wie immer hoffe ich, dass Sie mich hören können, dass Sie mich sehen können und Sie können jetzt im Chat mir kurz Feedback geben, ob das technisch alles gut hinhaut und natürlich können Sie im Chat auch kurz Hallo sagen. Dann fühlen Sie sich nicht so ganz alleine vor Ihrem Rechner zu Hause, sondern sehen, dass auch noch ganz, ganz viele andere Leute dabei sind und gemeinsam mit uns jetzt ein bisschen Android entwickeln möchten. Also, wie gesagt, vielleicht kurz Feedback im Chat mir geben, ob technisch alles hinhaut, ob Sie mich gut verstehen können, ob Sie mich gut sehen können und wenn Sie möchten, auch einfach nur kurz Hallo sagen. Für alle nochmal, wo sind wir? Wir sind in einem Livestream, der zu einem Kurs der Virtuellen Hochschule Bayern gehört, in dem wir uns in diesem Semester der Anwendungsprogrammierung mit Android widmen. Das ist unser großes Thema. Sie lernen, wie Sie komplexere Anwendungen in Java für die Android-Plattform schreiben. Und wir versuchen dabei auch noch unsere allgemeinen Software Engineering Skills so ein bisschen zu erweitern. Was habe ich heute mit Ihnen vor? Ich werde zu Beginn noch mal kurz wiederholen oder zusammenzufassen versuchen, was Sie sich so aus der letzten Woche mitgenommen haben sollen. Dann schauen wir uns an, was die Themen so für heute sind, an was für ein Beispiel wir uns diese Themen anschauen werden. Und dann möchte ich auch gleich in die Entwicklung starten und gemeinsam mit Ihnen erst ein kleines User Interface und dann natürlich auch ein bisschen Quellcode schreiben. Organisatorisches habe ich jetzt, glaube ich, heute gar nicht so viel vorher mit Ihnen auszumachen. Hatte ja letzte Woche gesagt, dass ich versuchen werde, im Stream immer am Anfang alles anzusprechen, was so wichtig ist. Zwei Sachen vielleicht, die man kurz erwähnen kann. Erstens, der Ilias-Kurs müsste jetzt endlich funktionieren. Ich glaube, dass die IT da in Passau das endlich hingekriegt hat, dass sie jetzt aus der VHB in den Kurs wechseln können. Das ist insofern wichtig, als dann ab nächster Woche die Lernmaterialien nur noch im Ilias-Kurs bereitgestellt werden. Also in diesem Backup-Kurs, den ich angelegt habe, gibt es dann nichts mehr Neues. Zweite Sache, Qualifikationstest für alle Leute, die nicht die OOP-Vorlesung in Regensburg besucht haben und dann diese Nachweise über die notwendigen Fähigkeiten für diesen Kurs, über diesen Qualifikationstest nachweisen müssen. Sie haben jetzt noch 2 Stunden Zeit. Ich hoffe, Sie haben das aber schon alle entsprechend in den letzten Tagen erledigt. Die Tests, die ich noch nicht offiziell korrigiert habe, werde ich dann morgen Vormittag korrigieren und dann verteile ich auch nochmal per E-Mail an alle Leute, die teilgenommen haben, die Informationen. Und dann können Sie ganz sicher sein, dass Sie auch den Test bestanden haben und an dem Kurs weiter teilnehmen können. Das war es von meiner Seite jetzt an organisatorischen Hinweisen. Ich würde jetzt direkt loslegen und Ihnen ein bisschen was zu den Inhalten dieser Woche erzählen und dann auch mit dem Programmieren anfangen. Sie können sich ja nochmal überlegen, ob es von Ihrer Seite organisatorische Fragen gibt. Und falls es irgendwelche gibt, schreiben Sie die einfach in den Chat rein. Ich schaue mir das dann an und antworte dann Ihnen auch direkt. So, das müsste der richtige Screen für das sein, was wir jetzt vorhaben, nämlich eine kurze Zusammenfassung von letzter Woche und dieser Woche. Fangen wir vielleicht mal mit dem Blick zurück an. Was sollten Sie so aus der letzten Woche mitgenommen haben, damit Sie sich jetzt auch mit den neuen Lernmaterialien und dem, was wir heute machen, gut beschäftigen können? Sie sollten so ein bisschen Grundlagenwissen zu Android Studio aufgebaut haben. Also Ihnen sollte jetzt nicht mehr völlig fremd sein, wie Sie ein neues Projekt anlegen, wie Sie die Projekte, die Sie von uns bekommen, öffnen und ausführen können, wie Sie sich einen Emulator einrichten, wenn Sie das Ganze nicht auf einem physikalischen Gerät ausführen möchten, wie Sie dann eben, wie schon gesagt, die Projekte bzw. die Anwendungen, die Sie in Android Studio schreiben, dann tatsächlich auch ausführen können. Was diese Woche jetzt zumindest offiziell dazugekommen ist. Vielleicht haben wir Ihnen das am Rande auch schon mal in den vorherigen Wochen gezeigt. Sie sollten sich jetzt auch so ein bisschen mit dem Debugging
auskennen, also zum Beispiel, wie sie so Printlining, Ausgabe von irgendwelchen Debug-Strings in Android hinbekommen, nämlich unter Zuhilfenahme von diesem Logcat, was ja dann auch in Android Studio, ich kann Ihnen das gleich dann auch direkt mal zeigen, eingebaut ist. Dann sollten Sie so grob wissen, aus was eigentlich so eine App besteht. Also dieser Begriff Activity sollte Ihnen irgendwie was sagen. Also sowohl im Quellcode, aber auch gedacht in der Nutzung der Anwendung. So ein einzelner Bereich der Anwendung, in dem die Nutzer und die Nutzerin irgendwas tun können, der wahrscheinlich verbunden ist mit einem eigenen User Interfaces und mit einem eigenen User Interface. Und in diesem User Interface sollte Ihnen klar sein, dass es da verschiedene Elemente gibt, die Sie auch selber platzieren können, mit denen die Nutzer und Nutzerin interagieren können und die Sie im Rahmen des Programmcodes dann auch in Form von Java-Objekten repräsentiert bekommen bzw. referenzieren können, um dann deren Erscheinungsbild, Inhalt etc. programmatisch anzupassen. Also diese Idee Activity, ein Screen, Activity hat ein User Interface, User Interface besteht aus verschiedenen Views, die platzieren wir im Vorfeld, das ist diese XML-Datei und dann greifen wir im Code auf die Elemente zu und machen irgendwas damit, das sollte so halbwegs bekannt schon sein. Dann sollten Ihnen klar sein, dass so eine Activity beziehungsweise eine App dann eben auch so eine Art Lifecycle hat oder nicht so eine Art, sondern sie hat einen Lifecycle und darunter versteht man diese verschiedenen Phasen, durch die eine App läuft. Ich starte die, dann pausiere ich die, weil ich vielleicht eine andere Anwendung in den Vordergrund hole, dann hole ich die App wieder hervor, weil ich im App-Drawer wieder auf das Icon klicke. Ich schließe die App vielleicht irgendwann dann ganz bewusst, also entfernen die komplett aus dem Speicher. Und Sie sollten wissen, auch wenn das jetzt im Anfang noch nicht so relevant ist, dass Sie in Android, im Programmcode auf diese ganzen Phasen reagieren können, indem Sie in den Activities die entsprechenden Callback-Methoden überschreiben. Also für jede Phase gibt es da eine Methode, die aufgerufen wird automatisch, wenn Ihre App oder Ihre Activity diese Phase erreicht. Und da können Sie, und das wird dann im weiteren Verlauf des Semesters noch wichtig werden, immer darauf reagieren und verschiedene Tätigkeiten durchführen. Was wir jetzt schon immer machen, ist in der OnCreate-Methode, die wird aufgerufen, wenn die Activity erstellt wird, wenn die App startet, das User Interface zu initialisieren. Was wir auch schon gelernt haben, ist, wir können über solche Intents zwischen den Activities unserer Anwendung hin und her wechseln. Heute kommt dann noch dazu, dass wir bei diesem Wechsel zwischen zwei Activities auch Informationen übergeben können, also der nächsten Activity mitteilen, was die Nutzer und Nutzerin zum Beispiel ausgewählt oder eingegeben oder gemacht haben, damit das dann im weiteren Verlauf der Anwendung auch verwendet werden kann, diese Informationen. Dann haben Sie sich hoffentlich auch angeschaut und im Laufe der letzten Wochen, der letzten beiden Wochen schon ein bisschen mitbekommen und gelernt. Wir versuchen in Android sowie in vielen anderen Frameworks eine sehr gute Trennung zwischen unserer Programmlogik und dem User Interface und den Inhalten, die dann im User Interface angezeigt werden, zu erreichen. Das führt dann alles dazu, dass man sich überlegt, wie man diese Ressourcen, also zum Beispiel irgendwelche Strings, Grafiken, Icons etc., sinnvoll in der Anwendung ablegen und verwalten kann. Und in Android wird dazu ein Mechanismus benutzt, der so zweiteilig funktioniert. Wir haben XML-formatierte Ressourcendateien, in denen wir zum Beispiel die ganzen Strings, die wir im Programmcode oder wahrscheinlich eher im User Interface, in den Layout-Dateien verwenden wollen, anlegen erstmal und dann gibt es so eine zentrale Ressourcenverwaltung, die zeigt sich auf Java-Ebene dann durch diese R-Klasse, auf die wir zugreifen können und in denen dann über eindeutige IDs diese ganzen Ressourcen, zum Beispiel die Strings, aber später auch andere Inhalte referenziert werden können und dann können wir darauf zugreifen. Das heißt, zentralisierte Verwaltung von Ressourcen, zum Beispiel die Strings für unser User Interface, sowohl im Programmcode als auch in den anderen XML-Dateien, zum Beispiel in den Layout-Dateien, können wir dann darauf zugreifen. Wenn Sie das so halbwegs im Kopf haben, sind Sie gut vorbereitet für die nächste Lerneinheit. Die Materialien haben Sie sich hoffentlich schon angeschaut. Also an der Stelle auch nochmal die Erinnerung, tun Sie das bitte. Wir veröffentlichen die immer spätestens donnerstags, wenn es früher geht, auch früher. Und ich weise Sie auch im Discord immer darauf hin, wenn es da was Neues gibt. Und so der ideale
Workflow oder wie ich mir das zumindest vorstelle, ist, sie beschäftigen sich dann am Donnerstag oder am Freitag mit den Lernmaterialien, schauen sich die Folien an, probieren vielleicht selber ein bisschen was aus. Am Montag können wir dann hier im Stream die Sachen nochmal praktisch ausprobieren und dann können sie mit der Arbeit an dem Übungsblatt beginnen. Und so wiederholt sich das jede Woche. Und heute oder in dieser Woche schauen wir uns dann ganz explizit an, wie wir Informationen zwischen zwei Activities austauschen können. Also nicht mehr nur über einen Intent eine neue Activity aufrufen, sondern dir auch ein bisschen was mitgeben. In unserem Fall werden das Inhalte oder Werte aus UI-Elementen sein, mit denen die Nutzer und Nutzerinnen interagiert haben. Wir schauen uns nochmal ein bisschen genauer an, wie wir sorgfältig User Interface und Logik miteinander oder voneinander trennen können. Habe ich ja gerade schon angesprochen über diese Ressourcendateien. Und wir, da fehlt ein X, schauen uns etwas komplexere User Interfaces an. Das heißt, ich werde Ihnen jetzt gleich als erstes zeigen, wenn wir das User Interface von unserer App zusammenbauen, von der ersten Activity zumindest, wie man zum Beispiel mit dem Constraint Layout relativ schnell, wenn man das mal in Anführungsstrichen gecheckt hat, schnell ganz komplexe User Interfaces mit positionalen Beziehungen oder Beziehungen bezüglich der Position verschiedener Elemente untereinander schön anlegen kann. Also etwas komplexere User Interfaces mit dem Constraint Layout. Und wie immer ein bisschen mehr Java Basics wiederholen oder ein paar neue dazulernen. Das passiert jetzt immer, dass wir uns auch darüber unterhalten, wie man den Programmlogikteil unserer Anwendung bestmöglich gestaltet. Was habe ich mit Ihnen vor? Ich habe mit Ihnen vor, dieses Beispiel anzufangen und hoffentlich so weit wie möglich zu programmieren, das Sie vielleicht auch schon aus den Lernmaterialien kennen. Wir bauen uns eine kleine App, mit der Sie ausrechnen können, wie lange Ihr Klopapiervorrat noch so reicht in Ihrer Wohnung, in Ihrer WG, indem Sie angeben können, wie viele Rollen Sie denn noch haben und wie viele Personen im Haushalt leben. Und dann versuchen wir daraus irgendwie so eine geschätzte Dauer an Tagen zu berechnen. Hallo, auch nochmal in den Chat, da kommen jetzt ein paar mehr Leute noch dazu. Wir versuchen dann so eine Empfehlung zu geben, wann man denn beim Einkaufen das nächste Mal Klopapier holen soll. Also Sie können sich vielleicht vorstellen, aus was für einem Kontext diese App entstanden ist. Mehl wäre jetzt irgendwie das aktuelle Thema vielleicht. Ich hatte natürlich die Hoffnung, dass man sowas nicht mehr braucht, aber da bin ich natürlich ein bisschen enttäuscht gewesen. Es gibt immer irgendwelche Anlässe, an denen dann Leute vielleicht nicht ganz so überlegtes Einkaufsverhalten an den Tag legen. Wenn Sie sich dem nicht anschließen möchten und immer im Überblick behalten sollen, wann es denn wirklich notwendig ist, in Zukunft Klopapier zu kaufen, bauen wir jetzt die App dafür. Klingt vielleicht alles ein bisschen albern und irgendwie lustig, aber auch wenn das jetzt vielleicht kein so ernstzunehmender Anwendungsfall ist, steckt dahinter natürlich eine Sache, die für den Kurs hier wichtig ist. Wir versuchen, soweit es geht, Ihnen immer Beispiele zu zeigen, die, auch wenn es sinnlos ist, einen abgeschlossenen Use Case zeigen. Also ich würde gerne oder ich würde sehr ungern mit Ihnen dann einfach irgendwelche Programmfetzen programmieren, an denen Sie vielleicht sehen, wie dann so eine Seek-Bar funktioniert oder wie der Intentwechsel passiert und das dann irgendwie selber sich zusammenreimen müssen, was denn da irgendwie ein sinnvoller Use Case ist. Wir versuchen immer so was Abgeschlossenes zu haben. Und auch wenn es für die meisten Leute von Ihnen vielleicht nicht super wichtig ist zu wissen, wann Sie beim Einkaufen wieder Klopapier nachkaufen sollten, vielleicht gibt es irgendwo auf der Welt Menschen, für die genau diese App super wichtig ist. Und zumindestens ist das unser Anspruch hier im Kurs. Alle Beispiele, die wir haben, haben vielleicht nicht immer den naheliegendsten Use Case, aber sie haben einen Use Case, der einen Anfang und ein Ende hat. Und in unserem Fall wollen wir am Ende diesen Text sehen. Wann brauchen wir denn beim Einkaufen nächstes Mal wieder einen Blick für das Klopapierregal? Ja, also viel Wichtiges haben Sie noch nicht verpasst. Ich habe jetzt am Anfang kurz zusammengefasst, worum es in der letzten Woche gegangen ist, was Sie so mitgenommen haben sollten aus der letzten Woche. Jetzt haben wir uns dieses Beispiel angezeigt, angeschaut und würden jetzt auch direkt in die Programmierung starten.
Ich würde vorher gerne noch mal ganz kurz gemeinsam mit Ihnen einen Blick auf diese beiden Screenshots werfen. Dazu muss ich ein ganz kleines bisschen umbauen und ganz vorsichtig mein Whiteboard hier verschieben. Aber das müsste jetzt eigentlich passen. So. Also, ich würde gerne ganz kurz mit Ihnen, bevor wir in die Programmierung starten, dieses User Interface mir noch mal ein bisschen genauer anschauen. Wir versuchen das so zu implementieren, dass das am Ende genauso ausschaut. Und wenn das eh schon nach so einer Vorgabe implementiert wird, können wir hier vielleicht jetzt auch noch mal anhand von den Screenshots so ein paar wichtige Punkte klären. Erster wichtiger Punkt: Wir haben zwei Activities. Hoppala. Activity 1 und Activity 2. Mit der ersten fangen wir an und mit der zweiten enden wir, relativ klar. Die haben beide einen unterschiedlichen Zweck in unserer Anwendung. Die erste Activity dient dazu, dass die Nutzer und Nutzerin was eingeben können, Input geben können. Und die zweite Activity, die zeigt dann die Empfehlung an, die wir aus diesen Eingaben berechnen. Ganz, ganz wichtiger Hinweis. Wir machen das in dieser Form mit diesen beiden Activities, weil ich Ihnen zeigen möchte, wie Sie mit einem Intent aus der einen Activity Daten an die zweite Activity übergeben. Ganz konkret übergeben wir die Informationen über diese Parameter, die die Nutzer und Nutzerinnen ausgewählt haben, nämlich die Anzahl der Klopapierrollen, die noch da sind, und die Anzahl der Personen im Haushalt, die damit zurechtkommen müssen. Ganz wichtig, das muss man nicht unbedingt so machen, und wahrscheinlich würde man das, wenn man diese App implementiert, auch gar nicht so tun. Also wenn wir jetzt nicht diesen besonderen Fall hätten, dass ich Ihnen unbedingt zeigen möchte, wie Intents funktionieren, würde man das Ganze wahrscheinlich mit einer Activity machen. Vielleicht würde man es irgendwie cool machen mit zwei Fragments. Vielleicht würde man dafür sorgen, dass diese Empfehlung hier dann automatisch sich immer anpasst, wenn die Sliders angepasst werden. Also nur damit Ihnen das klar ist. Wenn Sie diese App dann in der Version 2.0 implementieren möchten, würden Sie wahrscheinlich ein bisschen anders an die Struktur, an die Architektur, an das Software-Design herangehen und auch an das User-Interface. Wir machen das jetzt explizit mit diesen beiden Activities, damit wir diese Übergabe von Daten zwischen zwei Activities trainieren. Schauen wir uns mal ganz kurz an, womit wir anfangen. Wir haben dann diese erste Activity, von der wir jetzt auch gleich dann das User Interface bauen werden. Und das Layout oder das User Interface für diese erste Activity besteht aus, ich lösche jetzt mal ganz kurz das hier noch raus, besteht im Wesentlichen aus so drei Bereichen. Wir haben einmal hier so ein bisschen Informationstext, was macht die App eigentlich, was kann ich als Nutzer, kann ich als Nutzerin mit dieser App machen. Da ist nur Textviews, also nur kleine Elemente auf dem Bildschirm, an denen Text ausgegeben wird. Damit interagieren die Nutzer und Nutzerinnen noch nicht. Dann haben wir in einem zweiten Bereich diese Input-Dialoge, das sind solche Seekbars, auf denen kann der Nutzer oder können die Nutzer und Nutzerinnen einen Wert ausgeben, auswählen, einen numerischen. Und die aktuelle Position auf dieser Seekbar, die wird hier daneben immer angezeigt. Davon haben wir zwei Stück. Einen, mit denen wir die Rollen auswählen können, die Klopapierrollen, wie viele noch da sind, und die andere für die Anzahl der Personen im Haushalt. Und dann haben wir als dritte Fläche oder dritten Bereich diesen Button. Und wenn auf diesen Button geklickt wird, dann soll die App schauen, was haben die Leute in diesem Bereich hier ausgewählt, diese beiden Informationen in einen Intent packen, den Intent dazu benutzen, die zweite Activity zu öffnen. In der zweiten Activity schauen wir uns dann an, wie viele Rollen, wie viele Personen. Und wenn wir die beiden Informationen haben, dann bauen wir uns diesen Empfehlungstext und zeigen den in der Activity an. Was halten Sie von dem Vorgehen?
Wie finden Sie meine unglaublich tolle Zeichnung vom Software-Design bzw. vom User-Interface? Alle Unklarheiten ausgeräumt oder eher mehr Verwirrung gestiftet durch diese wunderbare Zeichnung? Schreiben Sie mal in den Chat, kann losgehen. Wenn Sie jetzt einen halbwegs guten Überblick darüber haben, was die App eigentlich machen soll und wie das User Interface aufgebaut ist, zumindest vom sichtbaren Teil, und wir mit dem Programmieren loslegen können. Dann räume ich nämlich mal das Whiteboard an die Seite. Könnte ganz vorsichtig, damit ich nirgendwo drauf drücke. Und dann würde ich sagen, starten wir mit der Programmierung. Ich würde mit einem ganz neuen Projekt starten. Das erstelle ich auch gleich zusammen mit Ihnen. So. Ich habe eine Sache für Sie vorbereitet und dazu poste ich jetzt auch nochmal den Link in den Chat. Unter dem Link finden Sie eine ZIP-Datei mit drei XML-Dateien. Die können wir später in das Projekt reinkopieren. Dann haben wir schon ein paar Texte vorgegeben und ein paar Farben vorgegeben, die wir benutzen können, damit die App so ausschaut wie auf den Screenshots und die Texte so ausschauen wie auf den Screenshots. Mehr müssen wir aber nicht vorbereiten. Ich würde gerne nochmal die Chance nutzen, gemeinsam mit Ihnen so ein Projekt zu erstellen. Das mache ich jetzt auch. Ich erstelle ein neues Projekt in meinem Android Studio. Ich wähle hier Empty Activity. Nochmal der Hinweis, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Arten von Android-Apps. Und Sie können in diesem Dialog in Android Studio auswählen, mit was Sie für eine App implementieren möchten. Und dann sind die Vorgaben anders. Also der ganze Code, der schon für Sie generiert wird, die Activities, die für Sie vielleicht schon generiert werden, die werden dann in einer anderen Form angelegt. Und dementsprechend, wenn Sie schon wissen, was für eine App Sie so implementieren wollen, dann können Sie sich hier an einer dieser Vorlagen bedienen. Wir machen aber einfach eine leere Activity, damit starten wir. Dann geben wir dem Ganzen einen Namen. Ist auch ganz wichtig. Ich nenne die App der Klopapierrechner. Sie können so ein Package Name angeben. Packages kennen Sie schon aus Java. Das sind so Möglichkeiten, den Quellcode zu strukturieren. Jetzt in dem Kontext Android haben die noch ein paar mehr wichtige Aufgaben oder dieses ganz konkrete Package, was Ihre App beschreibt, hat nochmal ein paar mehr wichtige Informationen, weil das so als eindeutiger Identifier Ihrer Anwendung an vielen Stellen interagiert. Sie sagen noch, wo das Ganze gespeichert werden soll, welche Sprache Sie benutzen. Denken Sie dran, hier im Kurs benutzen wir Android. Sie könnten aber auch mit Kotlin entwickeln. Ist wahrscheinlich auch die modernere Art und Weise, aber aus Gründen benutzen wir hier Java. Und Sie können sagen, was ist denn so das Minimal, die minimale Android-Version benutzten Java? Benutzen wir nicht mehr Java? Ich glaube, wir benutzen schon Java, oder? Wir machen das, wir benutzen Java, weil das für die meisten von Ihnen die Programmiersprache ist, die Sie so kennen. Und wir wollen nicht nochmal gleichzeitig eine neue Programmiersprache lernen. Theoretisch oder nicht nur theoretisch, praktisch würde man wahrscheinlich heutzutage eher. Oh. Genau, wir benutzen Java, Entschuldigung, um zu entwickeln. Android benutzen wir sowieso, aber wir benutzen kein Kotlin aus Gründen. Was wir noch auswählen, ist hier, welche minimale Android-Version wir unterstützen möchten. Da habe ich das letzte Mal schon ein bisschen was gezeigt oder vorletztes Mal, was das so für Auswirkungen hat oder was das heißt. Wir hier im Kurs fangen immer mit diesem API-Level 29 an. Also Sie brauchen mindestens diese Version, damit unsere Apps auf Ihrem Smartphone funktionieren. Und dann schließen wir das Ganze ab und dann wird im Hintergrund ein bisschen was initialisiert. In der Zeit, in der das initialisiert wird, wechsle ich mal in den Fullscreen-Modus, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Und jetzt warten wir noch ein, zwei Minuten. Ich
hoffe, es geht ein bisschen schneller, bis im Hintergrund Gradle, das ist dieses Bild-Tool, was jetzt im Moment dafür sorgt, dass mein Android-Projekt so eingerichtet wird, dass ich das auch benutzen kann hier mit Android Studio. Da werden dann im Hintergrund die richtigen Android-Versionen heruntergeladen. Die App wird das erste Mal dann auch gebaut, das heißt, aus dem Quellcode, der da vorgegeben wird, wird die APK-Datei erstellt oder zumindest eine Vorversion davon, damit ich das dann beim nächsten Mal auch bauen und auf dem Emulator ausführen kann. Also Gradle, können Sie schon mal merken, ist ein Tool, was von Android Studio jetzt in dem Fall auch benutzt wird, um diese ganzen Prozesse bauen, installieren etc. von Ihrem Android Studio Projekt oder Ihrem Android-Projekt für Sie zu organisieren. Bauautomatisierung ist das Stichwort dazu. Jetzt ist das auch abgeschlossen. Ich mache mal den Quellcode von der ersten Activity ein bisschen größer, damit Sie das auch gut sehen können. Und das Erste, was ich jetzt machen würde, und das sollten Sie auch immer machen, probieren Sie mal aus, ob Sie das Ganze auf einem Emulator starten können. Dazu klicke ich einfach mal hier auf den grünen Button. Ich habe auch so einen, schauen wir mal, genau. Ich habe auch schon ein Android-Gerät bei mir eingerichtet, so ein Emulator-Gerät. Und das startet jetzt auch. Bei mir ging das jetzt relativ schnell, weil das heute schon mal an war. Wenn Sie das das erste Mal starten, kann es ein bisschen dauern. Und jetzt schauen wir mal, ob diese erste leere Fassung der Android-App, die wir erstellt haben, auch fehlerfrei ist. Es dauert jetzt auch wieder. Können ja die Zeit ein bisschen nutzen, um kurz nochmal zu Android Studio was zu sagen. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, aber hier unten rechts sind immer so Dialoge aufgepoppt mit irgendwelchen Fortschrittsbalken. Das ist immer der Indikator, dass irgendwas passiert gerade. Sie können das auch noch nachvollziehen in dieser Konsole, wenn Sie möchten, was da so alles passiert. Aber das ist für Sie immer der Hinweis, es passiert was. Vielleicht nochmal kurz warten und erst, wenn dann irgendwelche Fehlermeldungen oder sowas auftauchen, sich damit auseinandersetzen. Aber es gibt verschiedene Prozesse, wie zum Beispiel das Starten von dem Emulator, das Bauen von dem Projekt, das Übertragen von dem fertigen Projekt auf den Emulator, die ein bisschen dauern können. Indikator wird immer unten rechts angezeigt. Und in meinem Fall hat es jetzt auch ganz gut funktioniert. Und hier sehen Sie die leere Android-App, die wir gerade eben über den Dialog erstellt haben. Was ich jetzt als erstes mache, ist, ich kopiere diese vorbereiteten Dateien. Das sind eine Datei, in der Farben definiert werden, damit das User Interface so ausschaut, wie es ausschauen soll. Eine Datei, in der Strings definiert werden, die wir dann an verschiedenen Stellen des User Interfaces benutzen können. Und eine Datei, in der so ein allgemeines Theme für die App definiert wird, in dem dann festgehalten ist, zum Beispiel, welche Farbe sollen hier diese oberen zentralen UI-Bereiche haben in diesen Ordner Values. Da kopiere ich diese drei Dateien rein und dann müssen wir uns für den Rest des Streams mit diesem Teil nicht mehr beschäftigen und können uns mit dem Layout und dem Programmcode beschäftigen. Ich suche jetzt diese Dateien mal ganz kurz raus. Dazu wechsle ich ganz kurz auf meine Festplatte. Und jetzt habe ich das hoffentlich kopiert. Augenblick. Ich lösche mal hier diese ganzen Inhalte aus dem Values-Ordner raus. Delete. Und dann paste ich die drei Dateien rein, die ich gerade rein ausgewählt habe. Und wenn Sie das genauso machen mit den Sachen aus der ZIP-Datei, die ich bereitgestellt habe, dann schaut das bei Ihnen dann hoffentlich auch so aus, dass Sie hier so eine Datei Colors haben. Da habe ich ein Farbschema definiert. Eine Datei Strings. Da habe ich die ganzen Strings schon mal definiert, die wir für unsere App brauchen. Name und die ganzen Sachen, die wir als Output für die Nutzer und Nutzerinnen bereitstellen. Und dann diese Datei Themes als ein Theme für unsere App, in der die zentralen UI-Elemente von diesem ganzen Android drumherum schon mal mit entsprechenden Farben definiert werden. Und das Erste, was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte
Dazu schauen wir uns noch mal ganz kurz das User Interface hier an. Ich möchte dieses erste User Interface hier, also das von der ersten Activity, jetzt mal gemeinsam mit Ihnen nachbauen. Und wie schon angekündigt, würde ich dabei gerne Ihnen dieses Constraint Layout ein bisschen näher bringen. Also das hier, was Sie links sehen, das User Interface, das ist jetzt unser erstes Ziel für heute, dass wir das mal zusammen aufbauen. Wo kommt so ein User Interface hin? Wir haben ja hier so eine Main Activity schon. Und diese Main Activity, die nutzt im Moment diese Layout-Datei, um, das sehen Sie ja schon im Emulator, hier so eine leere Activity mit diesem Text Hello World anzuzeigen. Wo finde ich diese Layout-Datei? Die finde ich in dem Ordner REST, das steht für Resources, in dem Unterordner Layout und hier in dieser Datei Activity-XML. Schauen wir mal in den Quellcode rein. So schaut das Ganze im Moment aus. Ich kann auch mal diesen Splitscreen anmachen und den Emulator mal kurz an die Seite spielen. So, dann das kriegen wir, glaube ich, später, wenn wir ein bisschen mehr Inhalt haben, ein bisschen schöner hin. Aber jetzt sehen Sie erstmal hier, irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwas gerade nicht so gut funktioniert. Ich schaue mal ganz kurz, geben Sie mir mal eine Minute. Ich schaue mal ganz kurz in das Manifest, genau. Hier ist noch ein kleiner Fehler drin, den müssen wir korrigieren. Unser Theme heißt Klopapierrechner und im Manifest war ein kleiner Fehler drin. Liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass ich die XML-Dateien kopiert habe. Spielt überhaupt keine Rolle, aber vielleicht machen Sie das auch nochmal schnell. Diese Manifest-Datei öffnen. Wenn Sie sich erinnern, was ist das Manifest? Das ist diese zentrale XML-Datei. Da steht alles Mögliche drin, was Android über Ihre App wissen muss, damit das Ganze richtig ausgeführt wird. Da registrieren wir später die Activities, die zusätzlichen drin. Jede Activity, die in Ihrer App geöffnet werden soll, muss hier registriert werden. Und unter anderem sagen wir auch, welches Theme, also welche Zusammenstellung aus Farben etc. für die Darstellung von dieser App verwendet werden soll. Und da war hier jetzt noch ein kleiner Fehler, weil ich wahrscheinlich beim Anlegen des neuen Projekts nicht darauf geachtet habe, wie ich das in den vorbereiteten XML-Dateien genannt habe. Dementsprechend war da jetzt auch gleich schon in diesem UI-Editor der erste Darstellungsfehler. Berechtigungen und so weiter, die kommen auch später hier hin. Also nochmal dieses Manifest, das ist eine super wichtige Datei, da steht alles drin, was irgendwie von Bedeutung ist, um Ihre App in diesem Android-Kosmos auszuführen. Und wir werden im Laufe des Semesters noch ein paar Mal auf diese Manifest-Datei zu sprechen kommen, weil da, wie gesagt, ganz, ganz viele wichtige Informationen gespeichert sind. Für uns jetzt heute in dieser Woche relevant, können Sie mich dann auch daran erinnern, wenn ich es vergesse, wir müssen hier auf jeden Fall die Activities eintragen, die noch dazukommen, weil wir sonst nicht zwischen den Activities hin und her wechseln können. Gehen wir mal zurück in die XML-Datei, in diese Constraint-Layout-Datei. Und ich habe nur mal ganz kurz hier ein bisschen die Optionen durchgeschaltet, damit sich der Screen refresht. Jetzt sehen wir auch ganz gut, wie das Layout im Moment ausschaut. Wir haben so ein Constraint-Layout als äußeren Rahmen und wir haben diesen einen Text-View. Und was wir machen möchten ist, wir wollen dieses User-Interface jetzt hier nachbauen. Dazu fange ich mal an, Ihnen ganz kurz zu erklären, wie dieses Constraint Layout funktioniert. Dieses Constraint Layout funktioniert so, dass ich in diesem Layout, in diesem umschließenden Constraint Layout, ganz, ganz viele unterschiedliche UI-Elemente definieren kann. Alles, was wir so brauchen, Text-Views, diese Seek-Bars, den Button am Ende. Und ich kann für jedes User-Interface-Element, was ich hinzufüge, angeben, wie sich dieses Element positionieren soll in Relation zu einmal diesem umschließenden Layout, aber auch zu den anderen Elementen, die in diesem Layout zu finden sind.
Das führt dann dazu, und deshalb auch dieses Constraints, dass ich so Bedingungen oder Beziehungen zwischen den Elementen definieren kann und dann sehr flexibles User Interface erreiche, ohne dass ich die Elemente hart kodiert an eine bestimmte Position packen muss. Ich kann zum Beispiel sagen, unser erstes Text-View, das können wir jetzt mal anlegen, das benutzen wir, das ist wieder ein bisschen größer. Sie müssen mir mal sagen, wenn Sie irgendwas hier nicht gut erkennen können oder so, oder wenn ich den Text größer machen soll. Ich habe zwar immer auch so einen Blick auf die Vorschau, aber sehe das natürlich nicht, so wie das dann bei Ihnen am Ende auch ausschaut. Also wenn Sie irgendwas nicht lesen können oder so, einfach Bescheid geben. Aber wir wollen jetzt mal dieses erste Text-View anlegen, in dem dieser App-Title angezeigt wird oder dieser Disclaimer, ist diese große Überschrift, wie lange reicht mein Klopapier? Und ich möchte dafür sorgen, dass dieses Element immer oben am Bildschirmrand, also oben am umschließenden Layout und links und rechts an diesem Layout ausgerichtet ist. Und das kann ich mit diesem Constraint Layout relativ gut machen. Was mache ich dazu? Erstmal fast alle Elemente, die Sie so in einem Constraint Layout benutzen, die brauchen immer eine ID. Nutzen Sie, wenn Sie jetzt diese ganzen Attribute hinzufügen, zu diesen XML-Elementen immer diese Autovervollständigung in Android Studio. Ich muss nicht immer eintippen, Android Doppelpunkt ID ist gleich add plus ID Unterstrich und mir dann einen Identifier überlegen, sowas vielleicht. Das ist ein Text-View und der beinhaltet den Titel der App. Das kann ich so machen. Ich kann das so händisch abtippen, aber ich kann mir auch diese Auto-Completion zunutze machen und ich schreibe einfach nur ID und dann wähle ich plus ID aus und dann schreibe ich, weil das muss ich mir noch selber ausdenken, eine ID für diesen Titel hin. Warum schreibe ich diese ID dahin? Wir haben ja in der letzten Woche das so gemacht, dass wir nur die Elemente mit einer ID ausgestattet haben, die wir auch explizit im Code später referenzieren möchten. Und was ich jetzt mache, nochmal, ich bin gerade, wo ist mein Stift? Ich bin gerade hier und ganz explizit bei dieser Überschrift. Ich bin gerade bei einem Element, was ich ja später im Code gar nicht großartig verändern werde. Da setze ich ja jetzt einmal im Layout den Text. Und dann war es das. Aber ich brauche diese ID, um innerhalb der Layout-Datei dieses Element auch referenzieren zu können. Das möchte ich nämlich mit diesem Constraint-Layout machen. Ich möchte dann andere Elemente an dieser Überschrift ausrichten und dazu braucht auch dieses Element eine ID. Also ID ist nicht mehr nur, um im Java-Code auf die Elemente zuzugreifen, sondern jetzt ab heute auch, um innerhalb der Layout-Datei Elemente zu referenzieren. Dann mache ich jetzt was ganz Komisches. Ich sage nämlich, dieses Element soll eine Breite von 0 Pixeln haben. Warum? Weil ich die Breite nicht explizit angeben möchte, sondern ich möchte auch die Breite gleich anhand von Constraints definieren. Die Höhe soll so hoch sein, dass dieser Content da gut reinpasst. Dann mache ich das Element mal zu, damit wir das nicht vergessen. Und jetzt kümmere ich mich darum, dass dieses Element richtig platziert wird. Das Erste, was ich mache, ist, ich sage über einen dieser Constraint-Attribute oder eines dieser Constraint-Eigenschaften, dass die obere Kante dieses Text-Views immer an der gleichen Position sein soll wie die obere Kante von dem Elternelement. Das mache ich, indem ich das Constraint top to top of wähle. Auch hier wieder kürze ich das Ganze mit dem Auto-Completion ab. Layout-Constraint top, also obere Kante von diesem Element, soll wo sein? Soll da sein, wo die obere Kante von irgendeinem anderen Element ist und in unserem Fall von dem Parent-Element. Also unser Text-View, in dem die Überschrift später angezeigt wird, obere Kante immer der oberen Kante des Elternelement ausrichten. Das gleiche mache ich jetzt mit der linken und der rechten Seite. Ich sage, die linke Seite von meiner Überschrift soll immer an der linken Seite von dem Elternelement sein und die rechte
Seite von meinem Label, von meiner Überschrift, soll immer an der rechten Seite von dem Text, von dem Parent-Element sein. Und Sie sehen jetzt hier schon in der Vorschau, das zieht sich dann automatisch über diese komplette Länge. Da muss ich dann nichts mehr machen. Und das ist jetzt noch ein ganz einfacher Fall, aber Sie werden gleich sehen, dass wir das Ganze auch noch dann mit den Elementen untereinander machen können. Und so verzichte ich völlig darauf, irgendwelche fixen Angaben zu machen, sondern ich sage nur, wie ich mir dieses Element als Relation, wie ich dieses Layout als Relation der Elemente untereinander sehe und lasse Android das dann quasi setzen. Was brauchen wir noch? Wir können mal angeben, was da eigentlich drinstehen soll. Und das soll der App-Title drinstehen. Wie lange reicht mein Klopapier noch? Den ich in dieser XML-Datei hier schon angegeben habe. Das ist das, was wir gerade reinkopiert haben. Und dementsprechend jetzt hier nur referenzieren muss. Dann soll das Ganze auch ein bisschen größer da stehen. Das soll ja eine Überschrift sein. Das mache ich mit dem Text-Size-Attribut. Und jetzt wird es kurz nochmal in. Ich hoffe, es ist die ganze Zeit interessant, aber jetzt nochmal ganz genau hinhören. Ich sage jetzt, wie groß die Schrift in diesem Element sein soll. Und da habe ich jetzt alle möglichen Units, alle möglichen Einheiten zur Verfügung. Ich könnte, wie wir es ganz häufig machen, dieses Device Pixel, also diese Größe, Größenangabe in Pixeln in Relation zu der Auflösung bzw. der Pixeldichte des Geräts machen und so weiter und so weiter. Aber wenn ich mit Schriftarten umgehe, dann sollte ich eigentlich immer dieses SP benutzen. Und das ist eine extra Einheit, die Sie eigentlich fast ausschließlich für Text verwenden. Und die hat nämlich einen großen Unterschied, die ist auch auf Pixel bezogen, aber die berücksichtigt bei der Umsetzung von dieser Größenangabe zusätzlich noch, ob bzw. was die Nutzer und Nutzerinnen von dem Gerät, auf dem diese App ausgeführt haben, ausgeführt wird, als Faktor für die Schriftdarstellung ausgewählt haben. Sie können nämlich, weiß nicht, Sie das schon mal gemacht haben, wenn Sie ein Android-Gerät benutzen, Sie können so eine globale Einstellung setzen, dass alle Schriften, alle Texte ein bisschen größer dargestellt werden, weil sie vielleicht schlecht sehen oder so. Und dieser SP-Wert, der berücksichtigt dann auch diese von den Nutzern und Nutzerinnen in der App gesetzte Schriftgröße. Also SP wird auch in den Lerneinheiten, in dem Lernmaterial noch mal ein bisschen genauer beschrieben, immer benutzen, wenn es um Texte geht. Und DP für viele von den anderen Größenangaben. Dann sage ich auch noch, dass der Text zentriert dargestellt werden soll. Und ich würde gerne dem Text eine andere Farbe geben, und zwar dieses Rot, was ich ausgewählt habe. Und dann sind wir, glaube ich, erstmal fertig. Wir können vielleicht noch so einen allgemeinen Rand um dieses Element herumsetzen. Auch vielleicht wieder mit dem DP, damit das nicht so eng an den verschiedenen anderen Elementen dann aneckt. Also Renderabstände zwischen den UI-Elementen sind immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor, damit Ihr User-Interface so halbwegs ästhetisch ausschaut. Und eigentlich, was Sie auch immer machen können, schauen Sie, dass Sie in diesem umschließenden Layout, also das, was die gesamte Activity definiert, vielleicht auch nochmal so einen Innenabstand reinpacken, vielleicht auch einen gar nicht so kleinen, weil dann sorgen Sie dafür, dass alle Elemente, die da reinkommen, auf keinen Fall direkt am Rand klatschen. Unterschied zwischen Text Alignment und Gravity. Gravity bezieht sich, glaube ich, nicht nur auf den Text, aber da müsste ich selber auch nochmal nachschauen. Ich weiß nicht, ob es hier eine sinnvolle Erklärung zu gibt, wenn ich mal drüber habe. Specify how to align the text by the views. When the text is smaller than the view. Und was sagt Text Alignment? Kann ich Ihnen jetzt auch aus dieser Dokumentation nicht hundertprozentig sagen, was da der Unterschied ist. Ich würde aber mal vermuten, aber das ist jetzt auch nur educated guess,
Text-Alignment bezieht sich wirklich auf die Ausrichtung des Text und das Gravity hat vielleicht noch ein paar andere Sachen, die da berücksichtigt werden. Aber kann ich Ihnen jetzt nicht hundertprozentig sagen. Schlage ich mal nach und dann poste ich das nochmal in Discord oder Sie schauen selber mal nach. Im Zweifelsfall würde ich dann immer das nehmen, was vielleicht von der Dokumentation her irgendwie eindeutiger ist. Und Text-Alignment, was steht da in der Dokumentation? Ich habe nochmal drüber. Define the alignment of the text, finde ich, ist genau das, was wir haben wollen. Wir wollen den Text zentrieren. Okay, dann haben wir unser Text-View. Kleiner Hinweis an der Stelle auch nochmal: Diese Code-Formatierung, die Sie in den Java-Klassen benutzen können, die funktioniert hier in dem XML auch. Wenn ich jetzt hier Steuerung Alt und L drücke, dann wird auch hier der Code formatiert. Und was dann auch passiert ist, es werden hier diese ganzen XML-Attribute, die in diesen Elementen gesetzt werden, auch sortiert. Und ich würde das an Ihrer Stelle immer machen, weil man kann ganz viel Zeit damit verbringen, sich irgendwie zu überlegen, wie ordne ich diese Sachen an, was kommt da an welcher Stelle. Oder man nutzt einfach diese Auto-Formatierung und akzeptiert dann einfach die Reihenfolge, die die Android Studio vorsieht. Okay, nächster Punkt. Wir möchten, ich schau mal, dass ich vielleicht noch ein bisschen was hiervon entferne. Ja, so vielleicht nicht unbedingt. Dann müssen Sie jetzt damit leben, dass das ein bisschen unübersichtlich ist. Ich würde jetzt gerne hier unten unter doch mal ein bisschen übersichtlich. Ja, so. Ich würde gerne dieses Text-View als nächstes machen, also diesen kleinen erklärenden Text unter die Überschrift packen. Und unter die Überschrift heißt in Constraint Layout, dass wir uns einen Text-View erstellen und dann sorgen wir dafür, dass dieser neue Text-View sich an diesem Text-View und an dem umschließenden Layout ausrichtet. Also direkt nach dem Text-View, den wir gerade eingefügt haben, machen wir einen neuen Text-View. Wir fangen wieder damit an, dass wir dem eine ID geben. Was soll da drin stehen? Da soll so eine Beschreibung der App stehen. Und dann können wir das Ganze doch auch Text-App-Description nennen. Das müssen Sie nicht so machen. Ich habe jetzt auch tatsächlich, muss ich gestehen, nicht mehr hundertprozentig im Kopf, was denn so die Best Practice für die ID-Benennung von diesen UI-Elementen ist. Also wir sollten auf jeden Fall diesen Snake Case, also diesen Underscore benutzen, um die Wortbestandteile abzutrennen. Aber in welcher Reihenfolge und wie man das jetzt am besten macht, müssen wir uns vielleicht mal zur nächsten Woche dann nochmal die Guidelines anschauen. Ich mache es jetzt heute so, dass ich versuche, immer bei den UI-Elementen am Anfang zu beschreiben, was ist das und danach dann, was ist der Inhalt. Das ist ein Text-View, da steht die App-Beschreibung drin. Das können Sie aber auch anders machen. Das Ganze hat wieder keine explizit gesetzte Breite, das machen wir über die Constraints und soll so groß sein, dass der Inhalt reinpasst. Und dann sage ich wieder, das soll sich links am Elternelement ausrichten und right to right of parent soll sich rechts auch am Elternelement ausrichten. Und jetzt kommt's. Die Oberkante von unserem Element, von unserem neuen TextView, soll sich an der Unterkante von dem App-Title, den wir gerade definiert haben, ausrichten. Wenn ich jetzt das Text-View zumache und hier mal reingehe, dann sehen Sie hier, hat das auch schon wunderbar funktioniert. Ich muss jetzt keinen Layout-Container mehr um die herum bauen. Ich muss das Element nicht selber irgendwie positionieren. Ich sage einfach nur, diese App-Description, was auch immer da später angezeigt wird, bitte einfach unter die Überschrift packen und dann
kümmert sich Android darum, richtet wahrscheinlich zuerst die Überschrift aus und dann kommt das Element mit der App Description. Also dieses Constraint Layout funktioniert immer genauso. Wir richten an anderen Elementen die Elemente untereinander aus. Und das funktioniert in der Regel relativ gut. Was soll da drin stehen? In unserem TextView, da soll drin stehen, das ist ein String und da steht die App Description drin. Das ist dieser Text und auch hier können wir ein bisschen darauf achten, dass das halbwegs schön ausschaut, indem wir zum Beispiel sagen, das Ganze soll auch wieder zentriert gesetzt werden. Die Schriftgröße soll bestimmten Wert haben. Jetzt sehen Sie, dass der Text so ein bisschen gedrängt ausschaut. Das kann man ganz gut auflösen, indem man zum Beispiel explizit die Zeilenhöhe setzt, auf zum Beispiel so einen Wert von 1,5 oder dem 1,5-fachen, also zum Beispiel sowas wie 27 SPs dann. Wir können auch hier nochmal ganz bewusst so einen Außenabstand setzen. Und ich weiß nicht, ob Sie noch mehr machen möchten, können Sie sich ja überlegen. Also, wenn Sie das jetzt noch weiter formatieren möchten, machen Sie das gerne. Für mich reicht das jetzt erstmal. Nächste Baustelle wäre dann hier unten die, dass wir uns hier den Bereich freimachen. Mache ich gleich wieder Zeugs dahin. Dann erkennt man sofort wieder nicht. Aber jetzt würde ich mir gerne diesen Bereich anschauen und würde gerne diese Seekbars und diese Textlabels daneben packen, in denen dann immer der aktuelle Inhalt von diesen Seekbars angezeigt wird. Jetzt wird es ein bisschen komplexer, weil wir jetzt zwei Elemente auch auf der horizontalen Achse aneinander ausrichten müssen, aber dafür müssen wir das Ganze nur einmal uns überlegen und können danach per Copy and Paste die zweite Seekbar und den zweiten TextView für den aktuellen Wert von der jeweiligen Seekbar durch eben das Kopieren von den beiden ersten XML-Elementen ganz schnell realisieren. Versuchen wir das mal hinzubekommen. Wir haben für jeden dieser Bereiche und da ist mein Bildschirm wieder. Wir haben für jeden dieser Werte, der da ausgewählt wird, im Wesentlichen drei Elemente. Wir haben die Seekbar, wir haben das TextView, in dem der aktuelle Wert der Seekbar angezeigt wird und dann haben wir noch so eine Beschreibung unter der Seekbar, die den Nutzern und Nutzerinnen Hinweis gibt, was kann ich denn eigentlich da auswählen. Und die Elemente müssen wir jetzt irgendwie versuchen, in unser Layout reinzubringen. Das erste, und damit fange ich mal an, ist meine Seekbar. Jede Seekbar oder jedes Element, was wir hier im Constraint Layout benutzen, braucht wahrscheinlich eine ID. Deshalb fangen wir damit gleich an. Was ist das? Das ist so eine Seeker oder Seekbar. Ich nenne es jetzt einfach mal Seekbar. Die hat eine bestimmte Aufgabe, die lässt nämlich den Nutzern und Nutzerinnen auswählen, wie viele Klopapierrollen noch da sind. Das heißt, die dient dazu, diesen Rolls, den Rolls Count oder sowas, den Wert, der dahinter steht, auszuwählen. Und deshalb nenne ich die jetzt einfach mal genau so. Die hat auch keine Größe, weil wir die Größe jetzt gleich selber bestimmen. Und die Höhe soll einfach so hoch sein, dass wieder der Inhalt reinpasst. Dann sagen wir, dass dieses Element oder die linke Seite von diesem Element sich am Elternelement ausrichten soll, also linke Seite von der Seekbar an der linken Seite des Parents und die obere Kante von unserer Seekbar richtet sich jetzt an der unteren Kante von unserer App-Beschriftung aus. Also hier unsere Seekbar links am Elternelement, nicht ganz links, weil wir diesen Innenabstand gesetzt haben. Und
dafür aber oben an der oberen Kante von an der unteren Kante von dieser App Description ausgerichtet. Das Ganze richtig ist, auch hier nochmal das Element abschließen. Okay, also soweit ausgerichtet. Und jetzt würde ich gerne dafür sorgen, dass diese Seekbar innerhalb des Elternelements immer 80% der zur Verfügung stehenden Fläche einnimmt und das Label, was dann daneben kommt, in dem der aktuelle Wert angezeigt wird. Also das hier ist die Seekbar und das ist das Label für den aktuellen Wert. Das soll 20% von dem zur Verfügung stehenden Flächen innerhalb des Elternelements einnehmen. Und das mache ich, indem ich eine weitere neue Eigenschaft benutze. Und diese Eigenschaft, die heißt Constraints with Percent. Das müsste die richtige sein. Genau, das müsste die richtige sein. Und damit sage ich zum Beispiel in einem Wert wie 0,8, dass 0,8 oder 80% der im Elternelement zur Verfügung stehenden Breite von diesem Element unter Voraussetzung, dass es keine weiteren einschränkenden Bedingungen gibt, eingenommen werden kann. Und damit, weil ich das jetzt gleich für alle Seekbars mache und auch für die Labels, die daneben sind, immer den gleichen Wert benutze, habe ich so ein einheitliches oder ein zumindest auf dem ersten Blick einheitliches User Interface. Wir können, wenn wir wollen, vielleicht noch einen Außenabstand nach oben setzen, damit das Ganze sich ein bisschen entzerrt, layout-technisch. Und ansonsten müsste es das eigentlich gewesen sein. Ich schaue jetzt noch mal ganz kurz, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube nicht. Also unsere Seekbar müsste eigentlich erstmal fertig sein. Neben der Seekbar soll ein Text-View angezeigt werden. Auch das kriegt gleich als erstes eine ID, damit wir das im weiteren Verlauf von unserem Layouting benutzen können. Das soll ein Text sein. Da soll ein Wert angezeigt werden, und zwar der Wert, der aktuell in dieser Seekbar für die Klopapierrollen ausgewählt ist. Auch dieses TextView hat erstmal keine feste Breite, darum kümmern wir uns selber und soll genauso groß sein, dass der Inhalt hier angezeigt werden kann. Dann sage ich, was soll da drin angezeigt werden? Da soll ein dynamischer Wert angezeigt werden, nämlich der Wert, der numerische Wert, der in dieser Seekbar oder durch diese Seekbar später von den Nutzern und Nutzerinnen ausgewählt werden soll. Damit wir jetzt aber in der Layout-Vorschau und auch wenn die App das erste Mal startet, irgendwas haben, was wir da anzeigen können, habe ich so ein paar Default-Werte vorbereitet, auch in dieser Strings, XML-Datei. Und jetzt muss ich mich kurz versuchen, daran zu erinnern, was ich da ausgewählt habe. Ich glaube, ich habe das immer Slider Value Default genannt. So soll das heißen. Jetzt sehen Sie hier oben, das ist einfach 0. Das ist der Standardwert, der jetzt erstmal im Layout angezeigt werden soll. Wir werden gleich im Code diese Seekbar eh nochmal programmatisch initialisieren und dann ganz explizit einen mittleren Bereich oder einen Standardwert auf der Seekbar auswählen und dann auch das Element entsprechend dieses Text-View, was wir hier gerade bauen, entsprechend aktualisieren. Jetzt kommt die Positionierung von diesem Element innerhalb des Layouts. Wir sagen, unser Element soll an der oberen Kante auf der gleichen Höhe ausgerichtet sein wie unsere Seekbar, zu der es gehört, soll an der linken Kante an der rechten Kante von unserer Seekbar anliegen und soll an der eigenen rechten Kante an der rechten Seite von unserem Parent-Element anliegen. Dann machen wir, bevor wir uns das nochmal im Detail anschauen, noch ein bisschen Schönheits- oder ein bisschen Kosmetik. Wir sagen, dass das upsala,
0,2 bzw. 20%, das ist ja der restliche Platz, der hier definiert wird, einnehmen soll von unserem Elternelement. Und ich sage noch, dass das Ganze zentriert angezeigt werden soll. Ich sage auch hier vielleicht, dass es ein bisschen größer dargestellt werden soll. Und wenn wir möchten, könnten wir auch die Farbe setzen. Und zwar auf die Akzentfarbe. Dann ist nämlich der Text automatisch in der gleichen Farbe wie auch dieser Grabber. Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Dieses Element, was die Nutzer, Nutzerin dann auf der Bar hin und her schieben können. Dann haben wir hier so eine optische Übereinstimmung zwischen dem, was die Nutzer und Nutzerin bewegen können, und dem UI-Element, was dann indirekt dadurch beeinflusst wird. Okay, hier ganz kurz einmal noch rein. Hier sehen Sie an dem Beispiel, an dieser Zeile 53, nämlich nochmal dann diese Mächtigkeit von diesem Constraint Layout. Es geht nicht nur ganz einfach irgendwie, obere Kante soll oben sein, linke Kante soll links sein, sondern ich kann auch solche Beziehungen ausbilden. Meine linke Kante von diesem Textview soll sich an der rechten Kante von dieser Seekbar ausrichten. Und damit können Sie dann zwei Elemente nebeneinander positionieren. Und bei solchen Sachen, ich habe irgendwie ein UI-Element, mit dem ich interagiere, und dann Label, in dem der aktuelle Wert, der durch diese Interaktion angepasst wird, angezeigt wird, haben Sie das ganz häufig, dass Sie Elemente so nebeneinander ausrichten möchten, was Sie mit diesem Constraint Layout dann super hinbekommen. Machen wir noch den letzten Textview, den wir brauchen. Wir brauchen noch den, der den Nutzern und Nutzerinnen überhaupt erstmal anzeigt, was soll denn diese Seekbar? Ich vergebe wieder eine ID. Das ist Text Roles Description. Das ist die Beschreibung von dieser Seekbar für die Rollen. Auch hier wieder Breite bestimmen wir über die Constraints. Höhe bestimmt der Inhalt selber. Das Element wird wieder links am Elternelement ausgerichtet, rechts auch am Elternelement ausgerichtet. Und die obere Kante von unserem Textview richtet sich an der unteren Kante von unserer Seekbar hier aus. Sehen jetzt noch nichts. Warum sehen wir noch nichts? Weil wir noch keinen Text definiert haben und weil ich das Textview nicht geschlossen habe. Text ist, mal schauen, wie ich das genannt habe, Labels Role Count, nehme ich mal an. Genau. Das ist der richtige Text, der hier angezeigt wird. Auch hier zentrieren wir das Ganze wieder. Und dann haben wir eine Einheit aus Seekbar, Label und Beschriftung oder Erklärung für diese Seekbar fertiggestellt. Und das wird jetzt hier unter unserer Überschrift angezeigt. Das Ganze kopiere ich jetzt, weil ich brauche das nämlich nicht nur einmal, sondern ich brauche das tatsächlich zweimal. Und jetzt passe ich hier nur die Texte ein bisschen an. Meine zweite Seekbar, die dient dazu festzustellen, wie viele Personen im Haushalt sind. Die orientiert sich an dieser Textbeschriftung für die darüber liegende Seekbar. Das heißt, Text Roles Description ist der Ankerpunkt für die obere Kante. Da mache ich mit meinem Textview weiter. Auch das hier ändert seinen Namen. Das soll sich ausrichten, genau wie das andere Label auch, an der zugehörigen Seekbar. Das ist jetzt in dem Fall aber die für Person. Und soll sich auch, was das linke Ende angeht, an dieser Seekbar für die Person ausrichten. Und dann machen wir das Ganze hier noch für die Unterschrift unter der Seekbar, und die richtet sich auch an der zweiten Seekbar, die wir jetzt erstellt haben, aus. Jetzt haben wir mit Copy and Paste und ein paar kleinen Anpassungen ganz schnell dieses Layout kopiert. Und warum hat das so gut funktioniert? Weil wir für beide
dieser Batterien oder dieser Bereiche an User Interface Elemente ein Element hatten, nämlich die Seekbar, die wir nochmal neu positionieren müssten. Und der Rest hat sich dann immer an der jeweilig zugehörigen Seekbar orientiert, also Label und diese Unterschrift. Da mussten wir dann nur das Referenzelement austauschen. Die haben sich dann an einer anderen Seekbar halt ausgerichtet, aber die waren in sich relativ zu dieser Seekbar und nur diese zweite Seekbar, die haben wir neu positionieren müssen. Wird so ein bisschen deutlich, warum dieses Constraint Layout interessant oder cool ist oder was man damit machen kann? Schreiben Sie mal in den Chat rein, ob Sie so halbwegs durchgestiegen sind in diese Mechanismen, mit denen wir die UI-Elemente jetzt positioniert haben. Also diese Abhängigkeiten, die wir, was die Positionierung angeht, zwischen den Elementen definiert haben. Okay, kommt auf jeden Fall ein Ja zurück. Ich zeige Ihnen das ja jetzt auch noch einmal, weil ein Element brauchen wir noch. Wir brauchen nämlich noch einen Button, den füge ich jetzt ganz unten hier ein. Einen neuen Button, auch der Button wird, genau, also was wir auf jeden Fall immer irgendwie vorhaben, ist, dass das Ganze nicht an bestimmte Geräte ausgerichtet werden soll. Das machen wir sowieso, indem wir zum Beispiel diese relativen Angaben und sowas benutzen. Aber hier mit dem Constraint Layout haben wir halt noch mehr Möglichkeiten, anders als jetzt in dem Linear Layout oder sowas, Beziehungen zwischen Elementen zu definieren, anstatt irgendwie nur grob die Abfolge von den Elementen innerhalb des Layouts zu definieren. Also wir geben an, wie sich die Elemente zu anderen Elementen verhalten sollen, als für jedes Element explizit irgendwie entweder durch relative oder absolute Angaben eine Fläche auf dem Bildschirm zu definieren. Das heißt, wir haben irgendwie ein Element, was vielleicht die restlichen Sachen vorgibt und die anderen Elemente positionieren sich dann in Relation zu diesem einen Element. Das ist ganz wichtig, weil Sie haben ja ganz häufig in so User Interfaces, diese Beziehungen der Elemente untereinander. Ich habe die Seekbar jetzt in diesem Fall und ich möchte, dass das Label rechts daneben angezeigt wird, auf der gleichen Höhe. Das könnte ich machen, indem ich ein Linear Layout benutze, das positioniere, die beiden Elemente dann in diesem Linear Layout anordne. Aber was ich eben auch machen kann, ist, ich sage ganz explizit, dieses Label soll soll rechts neben dieser Seekbar erscheinen, weil das ist die Beziehung im User Interface, die ich auch haben möchte. Also dieses Constraint Layout ist immer super, um die Beziehung von Elementen auszunutzen, um die Positionierung anzugeben. Das müssen Sie jetzt auch nicht ab jetzt immer und überall machen. Sie können auch in den Übungsaufgaben erstmal weiter mit den einfacheren Layouts und sowas arbeiten. Aber je weiter wir voranschreiten, desto wichtiger sind auch so komplexere Layout-Möglichkeiten wie dieses Constraint-Layout. Wir probieren es jetzt noch einmal aus mit dem Button. Dem gebe ich auch einen Namen. Das ist mein Result-Button, Button Result. Der ist genauso hoch, wie er sein muss. Und auch den positionieren wir jetzt nochmal innerhalb des Elternelements. Ich sage dem jetzt zum Beispiel, dass die untere Kante, bottom to bottom of parent, auch an der unteren Kante des Elternelements ausgerichtet werden soll. Oh, da, danke für den Hinweis. Es wäre gleich im Code blöd geworden. Untere Kante vom Button an der unteren Kante vom Elternelement ausrichten. Linke Kante an der linken Kante vom Elternelement ausrichten, rechte Kante an der rechten Kante des Elternelements ausrichten, dann dem Ganzen noch einen Text geben. Auch den habe ich, glaube ich, vorbereitet. Genau, wie lange reicht der Vorrat? Ist nicht die beste Beschriftung für einen Button, aber damit wechseln wir dann gleich in die Activity, in der diese Informationen angezeigt werden. Und jetzt haben wir unser erstes Layout für unsere erste Activity fertig. Ich speichere das Ganze mal. Jetzt probiere ich mal aus, ob ich
die App neu starten kann. Und im Emulator wird jetzt auch unser neues User Interface angezeigt. Also das hat schon mal scheinbar oder dem Anschein nach ganz gut funktioniert. Ganz kurz hier eine kleine Sache ändern. Gleich bin ich wieder bei Ihnen. Unser User Interface steht und jetzt kann ich mich darum kümmern, mit diesem User Interface auch was zu tun. Und das mache ich in meiner Activity, in meiner Main Activity, indem ich mir jetzt Gedanken darüber mache, wie ich dieses Layout, was ich jetzt mühsamst erarbeitet habe, jetzt auch in meiner App nutze, beziehungsweise wie ich dieses User Interface oder die UI-Elemente in meiner Activity erstmal referenziere und dann dafür sorge, dass, wenn die Nutzer und Nutzerinnen irgendetwas damit tun, ich diese Aktion, die die Nutzer und Nutzerinnen durchführen, auch in meiner App abfangen kann und die dann programmatisch verarbeiten kann. Und was interessiert uns ganz besonders? Uns interessieren eigentlich drei Sachen, also drei Dinge, die die Nutzer und Nutzerinnen in dieser Activity, die jetzt hier im Emulator ausgeführt wird, tun können und tun werden, sind für den weiteren Programmablauf interessant. Das eine ist natürlich hier dieser Button. Wenn da drauf geklickt wird, dann möchte ich mir anschauen, was haben die Nutzer und Nutzerinnen hier ausgewählt. Und dann nehme ich diese Information und wechsle damit in die nächste Activity, in der ich diese Empfehlung anzeige. Und das Zweite, was die Nutzer und Nutzerinnen machen können, ist, sie können diese Seekbar verändern. Und wenn diese Seekbar verändert wird, dann möchte ich mir anschauen, was ist für ein Wert hier ausgewählt. Und den möchte ich dann hier in diesen Text-Views anzeigen. Also immer, wenn hier sich was tut, wenn die Nutzer und Nutzerinnen hier in der Seekbar einen neuen Wert auswählen, reagiere ich darauf, indem ich hier den ausgewählten Wert anzeige, damit die Leute auch immer gleich wissen, was ist die numerische Repräsentation von dieser Position auf der Seekbar. Genau das gleiche hier für den Teil. Da fällt mir auch gleich auf. Hier in dem letzten Text-View habe ich noch vergessen, den Text von dem Inhalt anzupassen. Da, wie habe ich das da genannt? People Count. Ich dachte, ich hätte es überall übersetzt oder geändert, weil People ist. Ist schlechtes Englisch. Also ich glaube, man wird da schon von Persons sprechen, weil People heißt, glaube ich, ein bisschen was anderes als Personen im Englischen. Egal, an solchen Sachen müssen wir uns nicht aufhalten. Starten wir das Ganze nochmal neu, damit wir hier auch das richtig im Emulator sehen. Hier, wenn sich hier was tut, wenn hier die Seekbar geändert wird, soll sich auch hier dieser Text-View entsprechend anpassen. Das sind die beiden Sachen, die Nutzer und Nutzerinnen tun können und mit denen wir jetzt umgehen können. Klick auf den Button, wechselt mit diesen Informationen, die ausgewählt sind, in die nächste Activity und davor, immer wenn sich hier was tut, wollen wir das auch richtig anzeigen. Lassen Sie uns das mal versuchen zu implementieren. Und das Erste, was ich mache, ist, ich versuche jetzt ein bisschen von vornherein oder vom ersten Moment an Ordnung so halbwegs im Code zu halten. Und ein gutes Prinzip, um im Code Ordnung zu halten, ist es mit Decomposition, die verschiedenen Teilaufgaben, die jetzt so passieren, immer schön in verschiedene Methoden auszulagern und natürlich Kommentare schreiben und so weiter und so weiter. Aber was ich jetzt als erstes machen möchte, ist, ich möchte ein bisschen Decomposition betreiben und hier stelle mir erstmal eine Methode, die dazu dient, das User Interface zu initialisieren und wie könnte die schöner heißen als InitUI. Wenn Sie jetzt möchten, können Sie auch einen Kommentar hinzuschreiben, zum Beispiel sowas wie initialisiert die verschiedenen UI-Elemente der Activity inklusive Callbacks. Was Sie auch machen können, vielleicht kennen Sie das noch gar nicht, aber ein kleiner Tipp: Sie können sich solche To-Do-Kommentare machen. Das sind
Aufgaben, die sie über diesen Tag To Do in einen Kommentar in Android Studio und auch in IntelliJ und ganz vielen anderen Entwicklungsumgebungen einfügen können. Zum Beispiel sowas wie Set Listener to Button. Das wäre jetzt meine Aufgabe, die ich noch erledigen muss. Und dann finde ich hier in dieser Übersicht unter To Do alle Stellen in meinem Code, die ich mit so einem To Do-Kommentar versehen habe. Heißt, ich kann mir selber so eine kleine To-Do-Liste in den Kommentaren schreiben, was ich noch alles tun muss. Okay, was wollen wir in dieser Init-UI-Methode machen? Wir wollen zum Beispiel die richtige XML-Datei für unsere Activity setzen. Das passiert ja eigentlich schon in der onCreate-Methode, aber in der onCreate-Methode möchte ich diese Init-UI-Methode nur aufrufen und alles, was dann mit der Initialisierung zu tun hat, soll hier passieren. Es gibt zwei UI-Elemente, die brauche ich nicht nur bei der Initialisierung des User Interfaces, um Listener zu setzen, sondern die brauche ich auch, während diese Activity durch die Nutzer und Nutzerinnen verwendet wird. Das sind diese beiden Text-Views, in denen immer der aktuelle Wert, der auf den Seekbars ausgewählt wird, angezeigt werden soll. Weil den Wert muss ich, wenn die Nutzer und Nutzerinnen hiermit interagieren, auch anpassen. Das heißt, diese beiden Text-Views brauche ich wahrscheinlich zur Laufzeit. Und wenn ich Elemente habe, die ich nicht nur bei der Initialisierung brauche, sondern auch während die App läuft, während die Activity läuft, dann ist es in vielen Fällen praktisch, wenn ich die als Instanzvariablen in der Activity halte und dann direkt nach der Initialisierung auch immer wieder darauf zugreifen kann. Damit müssen Sie vorsichtig sein. Das machen Sie nur für die Elemente, die auch wirklich ganz, ganz häufig verwendet werden. Wir machen das jetzt mal testweise. Ich erstelle mir zwei Instanzvariablen, private. Da sollen Referenzen auf Textviews gespeichert werden. Und zwar einmal für den aktuellen Wert an Klopapierrollen, die noch im Haushalt vorhanden sind. Und einmal für den Textview, in dem die aktuelle Anzahl an Personen im Haushalt festgehalten wird. Android Studio kommt hiermit noch nicht ganz klar, weiß nicht, was ich mit Textview meine. Was ich dazu tun muss, ist einfach nur die entsprechende Klasse importieren. Geht ganz schnell, wenn Sie in den Bereich reinklicken, in dem noch diese Fehlerfeedback, diese Unterkringelung angezeigt wird und dann Alt und Eingabe drücken. Und jetzt möchte ich als erstes in dieser Variable eine Referenz auf dieses Element hier speichern. Und wie das funktioniert, haben wir letzte Woche schon gelernt. Wir benutzen diese Methode FindViewById, übergeben in den Klammern eine der IDs, die wir in unserer XML-Datei vergeben haben. Und das müsste sein TextRollsValue. Das müsste diese ID sein. Ich schaue zur Sicherheit nochmal nach. Sigma TextRollsValue. Das ist genau das, was wir suchen. Und was passiert dann? Wenn wir die richtige XML-Datei für diese Activity gesetzt haben, das heißt, wenn das Element mit dieser ID in dieser XML-Datei vorhanden ist, also gerade auch im User Interface angezeigt wird, dann findet Android dieses User Interface-Element und gibt uns ein Objekt zurück, ein Java-Objekt, was dieses Element hier repräsentiert. Und dann haben wir eine Referenz in Form von diesem Objekt in dieser Variable auf dieses Element. Und dann können wir damit Dinge anstellen. Damit können wir dann zum Beispiel solche Sachen machen wie set text 5. Ich kann da irgendwas anderes eintragen. Und wenn ich das dann mache, wenn ich, wie soll man auf die R-Variable kommen, ist die in der Klasse definiert, also um es ganz kurz zu machen, diese R-Klasse, die wird automatisch generiert. Also alles, egal was Sie tun, versuchen Sie niemals, diese R-Klasse irgendwie selber zu editieren oder anzupassen. Diese R-Klasse wird automatisch von Android generiert und überall unter alle IDs, die Sie irgendwo in den anderen Dateien angelegt haben, also
wie wir zum Beispiel in dieser Layout-Datei, aber wie ich im Vorfeld auch in der Strings-Datei, alle diese IDs werden automatisch in diese Klasse übertragen. Also es ist so eine große, abstrakte Klasse mit ganz vielen Unterbereichen, alles öffentliche, statische Variablen. Und alle IDs werden da automatisch, immer wenn die App sich verändert, immer wenn die gebaut wird, neu reingepackt. Genau, das sind so eine Art globale Variablen, die Android automatisch erstellt, und sie können eigentlich von überall innerhalb ihrer App immer auf diese R-Klasse zugreifen. Und das ist quasi dieser zentrale Ort, an den auf der Java-Ebene oder auf der Kotlin-Ebene dann entsprechend Android diese ganzen IDs und Strings und Layouts sammelt. Und über die wir dann von den verschiedenen Elementen auf die IDs zugreifen und indirekt dann auf die Werte, die mit diesen IDs verbunden sind. Und diese R-Klasse wird, wie gesagt, immer neu generiert. Die wird auch automatisch importiert, wenn Sie irgendwo so eine ID verwenden. Und nochmal der Hinweis, versuchen Sie im besten Fall, oder versuchen Sie nicht, die irgendwie zu verändern. Sobald Sie da irgendwie versuchen, diese Datei zu verändern, gibt es wahrscheinlich Probleme. Darum kümmert sich Android. Android kümmert sich darum, diese Klasse aktuell zu halten, damit Sie von überall auf die entsprechenden Einträge referenzieren können. Ich würde das hier gerne mal ganz kurz ausprobieren, ob das funktioniert. Ich starte meine App. Über den Lifecycle kommen wir in die OnCreate-Methode, wenn die App, wenn die Activity startet. Ich rufe die InitUI-Methode auf. Die XML-Datei für das Layout wird gesetzt. Das heißt, der Layout-Inflator zeigt dann dieses Layout an. Ich referenziere dieses eine Element und ich ändere dessen Text. Wenig spektakulär, aber so funktioniert das. Und das gleiche mache ich jetzt nochmal für meine zweite Variable, weil ich nicht nur diesen einen Wert brauche, sondern nicht nur diesen einen Text-View brauche, sondern auch diesen zweiten. Und das müsste diese ID sein, wenn ich das im XML richtig angegeben habe. Okay, habe ich die beiden Text-Views schon mal. Die brauche ich dann später, wenn die Seekbars sich ändern. Was ich auch brauche, ist der Button. Den brauche ich aber eigentlich nur jetzt an dieser einen Stelle, wenn ich mein User Interface initialisiere, weil der Button selber interessiert mich nicht. Was mich an dieser Stelle jetzt interessiert ist, oder der interessiert mich nicht längerfristig. Ich brauche diesen Button nur einmal, damit ich einen Listener oder eine Callback-Methode registrieren kann, die ausgelöst wird, wenn wenn dieser Button angeklickt wird. Das heißt, später, wenn meine App dann mal initialisiert ist und läuft, dann interessiert mich der Button selber überhaupt nicht mehr. Mich interessiert nur dieses Ereignis, wenn er angeklickt wird. Das heißt, der Button ist jetzt kein Kandidat, den ich hier als Instanzvariable in der Activity speichern würde. Brauche ich nicht. Den brauche ich nur einmal während der Initialisierung, um den Listener zu setzen. Das mache ich jetzt auch. Ich lege den dementsprechend als lokale Variable in meiner InitUI-Methode an. Mal Result-Button oder so. Find den auch hoffentlich mit meiner R-Klasse. Das müsste der sein. Sorge noch dafür, dass die Klasse erkannt wird, indem ich die Button-Klasse importiere, und dann habe ich den. Und jetzt wird es vielleicht kompliziert, aber wir deklinieren jetzt mal ein paar Möglichkeiten durch, wie wir dafür sorgen, dass, wenn dieser Button angeklickt wird, wir darüber informiert werden. Also was kann ich tun, um dafür zu sorgen, dass, wenn später, wenn meine App läuft, Nutzer, Nutzerin diesen Button anklicken, ich jetzt hier im Code irgendwo eine Stelle habe, die dann aufgerufen wird, eine Methode, die dann aufgerufen wird. Ein paar von den Sachen haben Sie aus den Lernmaterialien schon sich angeschaut oder auch letzte Woche schon ausprobiert. Im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass Sie dem Button sagen, oder auf dem Button, auf diesem Objekt, einen On-Click-Listener registrieren. Sie sagen, Sie geben ein Objekt an, das von einem bestimmten Typ sein muss. Das muss nämlich ein bestimmtes Interface implementieren, OnClickListener aus der View-Klasse. Und das geben Sie als Parameter an diese Methode mit. Und dann merkt sich dieser Button, welches Objekt sich für ihn interessiert. Und wenn er dann merkt, dass er angeklickt wird,
informiert er diesen Listener, indem er eine Methode aufruft, die in diesem Interface, was jetzt das Objekt, was wir hier als Parameter übergeben, implementieren muss, vorgegeben ist. Das heißt, wir brauchen an dieser Stelle jetzt irgendeine Instanz von einem Objekt, das in seiner Klassenhierarchie irgendwo diesen OnClickListener implementiert, also dieses Interface OnClickListener implementiert. Eine Sache, die wir machen können, ist, wir können unsere Activity zu so einem Listener machen. Wir können unserer Activity sagen, implementier doch mal bitte den OnClickListener aus der View-Klasse. Dazu, oder wenn wir das hier oben hinschreiben, ich hoffe, Sie können das sehen, gibt es erstmal eine Fehlermeldung. Warum? Weil ich jetzt gesagt habe, ich implementiere dieses Interface, aber ich habe die Methoden, die da durch vorgegeben sind, in meiner Klasse nicht implementiert. Das hole ich nach. Das ist genau diese OnClick-Methode, die ich implementieren muss. Und dann habe ich diese Callback-Methode in der Activity automatisch generiert. Also meine Activity kann jetzt als OnClick-Listener auf Klicks auf den Button reagieren. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, hier einfach sys reinzuschreiben. Und dann würde ich, wenn auf diesen Button geklickt wird, über die durch das Interface vorgegebene und in der Activity implementierte Methode darauf hingewiesen werden. Wir können das mal ausprobieren. Ich gebe mal über dieses logd, haben Sie sich hoffentlich auch angeschaut, das ist dieses Debugging-Interface für Android. Wir können nicht einfach Printline oder sowas eingeben, weil wo soll hier irgendwie Text auf einer Konsole ausgegeben werden? Sowas gibt es ja jetzt zumindest sichtbar in Android nicht. Aber es gibt diesen Log-Mechanismus, importiere ich mal die Klasse, und der funktioniert so, dass Sie zwei Parameter angeben. Das erste ist ein Tag, der dafür dient, dass die ganzen Konsolenausgaben oder Debug-Ausgaben ein bisschen sortiert werden können. Da kann man zum Beispiel sowas angeben wie irgendwie den Titel von der eigenen App. Und als zweites irgendeinen String, den Sie ausgeben möchten. Zum Beispiel sowas wie in OnClick. Das funktioniert dann so wie beim Printlining von der Idee her. Wir geben diese Texte an bestimmten Stellen unserer App aus und wenn dann unsere App ausgeführt wird, schauen wir in die Log-Ausgabe und wenn dann dieser Text auftaucht, wissen wir, ah, okay, die App ist in dieser Methode angekommen. Prinzip von Printlining. Kurze Frage, also Printlining oder String-Ausgabe fürs Debugging so als erste ganz einfache und im Normalfall nicht die beste Art und Weise, den Programmfluss zu debuggen, ist Ihnen ein Begriff, oder? Haben Sie schon mal gemacht? Einfach so Log-Ausgaben, String, Printlining irgendwo erzeugt, damit Sie so einen Überblick darüber gewinnen. Werden die Methoden überhaupt ausgeführt, die ich definiert habe? Macht meine App in der richtigen Reihenfolge die Dinge, die sie tun soll? Ist Ihnen ein Begriff, oder? Printlining? Ich hoffe jetzt mal, das ist Ihnen ein Begriff. Ich zeige es Ihnen einfach mal ganz kurz. Ich starte meine App nochmal neu. Dann gehe ich in Android Studio hier unten in den Logcat-Bereich. Dann sehen Sie, hier wird ganz, ganz viel Zeugs ausgegeben. Und wenn ich jetzt auf den Button klicke, dann sehen Sie hier, ja, es passiert so viel, aber hier sehen Sie jetzt diese Ausgabe, die ich hier erzeuge. Ich habe in der Callback-Methode, die aufgerufen wird, weil ich den Button, den ich referenziert habe, mit dieser Activity als Listener verknüpft habe. Dadurch wird, wenn ich hier auf diesen Button klicke, diese Methode aufgerufen. Dadurch wird dann diese Methode aufgerufen, die in diesem Log in Android unter diesem Tag hier, das ist das, was hier angezeigt wird, als Debug-Ausgabe dieses in:OnClick erzeugt. Und das finde ich dann hier. Und dieser Tag, den kann ich mir zunutze machen, um dann zum Beispiel nach dem zu filtern. Und dann werden mir in dem Log nur die Sachen angezeigt, die Ausgaben angezeigt, in dem dieses Klopapierrechner jetzt in unserem Fall, in dem dieser Tag auch drin vorkommt. Also, so kann ich Printlining in Android machen. Erste Möglichkeit hier, Activity wird selber der Listener.
Ich kann aber noch ein paar andere Sachen machen. Ich kann das hier wieder rausnehmen, dieses Interface. Und ich kann, ist eine sehr schöne Überleitung. OnClickListener ist ein Interface. Und weil das ein Interface ist, können wir jetzt diese ganzen anderen Möglichkeiten, die man da so hat, auch machen. Ich kann zum Beispiel, anstatt dass ich meine Activity als Listener benutze, das Prinzip von einer inneren anonymen Klasse verwenden. Und keine Sorge, wir kommen auch gleich zu Lambdas und zumindest spreche ich dann auch nochmal Methodenreferenzen an, die jetzt hier in dem Fall aber vielleicht nicht hundertprozentig das sind, was wir haben wollen. Aber ich kann aus diesem Interface auch inline, an der Stelle, wo ich es brauche, eine Instanz erzeugen. Ich glaube, ich habe eine Klammer vergessen. Kann auf der Basis von diesem Interface OnClickListener eine neue Klasse vorgeben, indem ich die Methode hier überschreibe. Und dann die Instanz, die dabei rauskommt, direkt als Parameter an diese Methode übergeben. Also innere, anonyme Klasse, die hier gleich instanziert wird und die ich direkt als Parameter von der SetOnClickListener-Methode übergebe. Dann kann ich hier drin auch wieder was ausgeben. Log D, Dopapierrechner in OnClick. Inner Class. Auch das funktioniert. Mal ganz kurz schauen, wo habe ich Fehler? Da fehlt das Semikolon. Wenn ich das jetzt ausführe, draufklicke, dann wird mir hier dieser String angezeigt. Also zweite Möglichkeit. Anstatt dass ich diesen Listener, den ich an der Stelle brauche, es geht immer darum, dass hier irgendwie ein Objekt übergeben wird, was dieses Interface implementiert. Und anstatt dass ich die Activity das implementieren lasse, kann ich auch direkt auf der Basis von dem Interface was Neues erzeugen. Und das hier kann ich abkürzen, indem ich sowas hinschreibe. Das ist so ein Lambda-Ausdruck. Das ist eine Abkürzung für diese innere anonyme Klasse. Die schmeißt diesen ganzen Überbau oder dieses Ganze drumherum, das New-Schlüsselwort, den Aufruf in Anführungsstrichen oder den Klassenaufbau mit dem Klassennamen und ClickListener und so weiter raus. Und es verbleibt nur diese eine Methode, die ich überschreiben muss. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel irgendeine Methode in meiner Klasse aufrufen. Ich mache das mal so, weil dann wird es ein bisschen übersichtlicher. Ich habe hier eine Methode on result button clicked. Klopapierrechner in on result button clicked. Und in meinem Lambda-Ausdruck jetzt an dieser Stelle rufe ich diese Methode dann auf. Das ist am Ende mehr oder weniger das Gleiche als diese explizite Implementierung dieser anonymen Klasse auf Basis von dem OnClickListener-Interface, nur in einer wesentlich kürzeren Schreibweise. Das Prinzip ist aber wie das Gleiche. SetOnClickListener braucht einen Listener. Ich erstelle diesen Listener direkt in den Parameterklammern mit dieser verkürzten Schreibweise und rufe ich jetzt an dieser Stelle ganz explizit eine Methode auf, die ich in der Klasse definiert habe. Wenn ich das jetzt ausführe, sehen Sie, das funktioniert immer noch und ich kriege weiter diese Log-Ausgabe. Es gibt noch eine Sache, die man machen kann und das sind Methodenreferenzen. Wenn ich nämlich zufällig in meiner Klasse hier eine Methode hätte, die von der Signatur her oder was die Parameter angeht, genau dem entspricht, was auch dieses Interface an OnClick für die OnClick-Methode vorgibt, dann kann ich das Ganze noch kürzer machen. Ich mache das mal ganz kurz. Ich weiß, die OnClick-Methode vom
OnClickListener, die braucht als Parameter einen View. Das heißt, ich ergänze das jetzt hier mal ganz kurz. Meine Methode kriegt als Parameter ein View übergeben. Und jetzt kann ich das noch kürzer machen. Jetzt kann ich nämlich sagen, wenn du einen OnClickListener benutzen möchtest, dann sorg einfach dafür, dass, wenn die OnClick-Methode aufgerufen wird, diese Methode von meiner umschließenden Klasse oder von dieser Activity jetzt in dem Fall aufgerufen wird. Und dann habe ich die wahrscheinlich kürzeste Schreibweise mit dieser, mit diesen beiden Doppelpunkten. Und das ist das, was jetzt gerade im Chat zuletzt auch schon vorgeschlagen worden ist. Ich habe es auch gerade schon gesagt, das ist so eine Methodenreferenz. Ich verweise als Callback-Methode in diesem ganzen Kontext des Listeners, der gesetzt wird, ganz explizit hier auf eine Stelle in meiner Activity, in meiner Klasse, auf eine ganz bestimmte Methode. Und die wird dann, auch das probieren wir mal aus, aufgerufen, wenn hier auf den Button geklickt wird. Also funktioniert immer noch. Das sind jetzt drei verschiedene Art und Weisen gewesen, wie sie diesen Vorgang, mein Button braucht irgendeinen Listener, dem er Bescheid geben kann, wenn er angeklickt wird, dann tatsächlich auch implementieren können. Bin mir jetzt nicht sicher, ob man da wirklich eine Methodenreferenz hier verwenden würde, weil ich glaube, also mal schauen, ich glaube, das funktioniert nämlich so nicht. Genau, da muss. Genau, also da gibt es noch ein paar mehr Möglichkeiten. Ich würde jetzt vorschlagen, dass die einfachste Fassung für uns, weil ich hier ungern irgendwie eine Methode anlegen möchte, die Parameter hat, obwohl sie die gar nicht braucht, wäre wahrscheinlich die einfachste Methode, dass wir diesen Lambda-Ausdruck benutzen. Und in dem dann die OnResultButtonClicked-Methode aufrufen. Ich glaube, das ist irgendwie ein guter Kompromiss aus, ein bisschen was vom Logic-Handling in der Methode zu machen. Das müssen wir sowieso. Wir müssen dann jetzt hier später den Intent erstellen, die Informationen aus dieser Activity sammeln und als Reaktion auf den Button-Click dann die zweite Activity aufrufen. Das heißt, wir brauchen sowieso eine Methode in unserer Activity, in der wir das Ganze erledigen. Und dann über diesen Lambda-Ausdruck die Zuweisung von dem Listener ein bisschen abkürzen, dann aber nicht so weit gehen, das mit einer Methodenreferenz zu machen, sondern an der Stelle einfach dann explizit diese andere Methode aufrufen, ist, glaube ich, ein guter Kompromiss. Für die Leute, für die das jetzt ein bisschen viel war, ich habe das in, glaube ich, dieser, in dem Lösungsvorschlag zu der Aufgabe, die wir gerade bauen, oder in dem Lösungsvorschlag zur letzten Woche nochmal ganz explizit aufgeschrieben. Also vielleicht sind Sie da auch schon mal drüber gestolpert. Ich habe diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten, die es da gibt, dann nochmal im Quellcode alle genauer beschrieben. Aber jetzt sind wir erstmal soweit und wir akzeptieren jetzt erstmal, dass wir das so machen. Was muss ich noch machen? Ich muss dafür sorgen, dass wenn dieses Seekbar hier verändert wird, diese Labels sich anpassen. Das muss ich jetzt auch irgendwie bei der Initialisierung meines User-Interfaces berücksichtigen, weil ich auch hier wieder mit Listenern arbeiten muss. Ich muss jetzt in meiner Activity dafür sorgen, dass ich als Reaktion darauf, wenn das hier passiert, dieses Label hier, was daneben steht, entsprechend anpassen kann. Und das versuche ich jetzt mal umgekehrt zu implementieren. Wir haben uns jetzt hier bei dem Button so vorgearbeitet, dass wir das Element referenziert haben, dann die Listener gesetzt haben und dann ganz am Ende die Methode geschrieben haben, die aufgerufen werden soll, wenn, wenn durch diesen Event, durch diesen Klick, dann entsprechend auch die Nutzer und Nutzerin oder wenn die Interaktion der Nutzer und Nutzerin, nämlich das Anklicken, dann durch diese Callback-Methode bei uns ankommt und dann als letzte Konsequenz quasi hier, und wir haben es ja noch gar nicht implementiert, die eigentliche Programmlogik abgehandelt wird. Also das, was dann nichts mehr mit dem Event zu tun hat, was unsere Reaktion drauf ist. Und das möchte ich jetzt nochmal für die Seekbars auch machen, aber andersrum. Ich möchte zuerst die Methoden anlegen, die ganz am Ende aufgerufen werden, nämlich einmal die Methode, die aufgerufen werden soll, wenn
sich die Anzahl der ausgewählten Rollen geändert hat, also die Klopapierrollen. Da soll was passieren. Und eine Methode, die aufgerufen wird, wenn die Anzahl der Personen sich geändert hat. On person count changed. Wir müssen nicht darüber diskutieren, in welcher Vergangenheitsform oder ob es im Präsens sie das formulieren sollen. Ich mache das normalerweise im Präsens und dann mache ich das jetzt hier auch so. Das ist relativ egal, aber das drückt so ein bisschen vielleicht aus, dass das in dem Moment, wo dieses Ereignis eintritt, aufgerufen wird. Können Sie aber, wenn Sie möchten, auch anders machen, wenn Sie Ihre Callback-Methoden lieber in der Vergangenheit formulieren, um auszudrücken, die wird halt aufgerufen, wenn dieser Event passiert ist. Gerne einfach machen. Ich mache es jetzt mal so. Können Sie aber, wie gesagt, machen, wie Sie möchten. Also das sollen die beiden Methoden sein, die ganz am Ende aufgerufen werden. Und was soll da drin passieren? Wir haben ja eh schon unsere Text-Views hier für die Anzeige dieser beiden Werte vorbereitet. Hier, wenn sich am Ende die Siegbar geändert hat, die Nutzer und Nutzerinnen benutzen, um die Anzahl der Rollen auszuwählen, dann setze ich hier den Text und ich habe als Parameter einen Integer-Wert in diese Methode übergeben, weil das auch später das ist, was ich aus der Siegbar rausbekomme. Wenn ich aber Texte setzen möchte oder den Inhalt von einem Textview anpassen möchte, brauche ich immer einen String. Deshalb erstelle ich mir den an der Stelle. Ich erzeuge über eine statische Klasse der String, über eine statische Methode der String-Klasse aus diesem Value-Wert eine String-Repräsentation und setze die dann als Text von diesem UI-Element, von diesem Text-View. Mache das Gleiche auch bei dem Text-View für die Anzahl der Personen. Text-View komisch benannt, aber akzeptieren wir jetzt einfach mal so. Auch hier mache ich wieder das Gleiche. Könnte man sich vielleicht noch irgendwie überlegen, ob man die Methoden noch schöner irgendwie vereinheitlicht, weil die ja doch relativ ähnlich sind. Aber um ehrlich zu sein, finde ich das so fast schöner, als hier noch einen zweiten Parameter für den Textview einzufügen. Das soll passieren, wenn das eine Ereignis eintritt. Das soll passieren, wenn das andere Ereignis eintritt. Und jetzt muss ich ein bisschen mit den Siegbars rumspielen. Und ich habe ja zwei Siegbars. Und auch wenn die unterschiedliche Werte beeinflussen, ja, weiß ich nicht, ob man sich dann die klassenweiten Variablen spart, weil dann müsste ich ja hier immer auf das TextView zugreifen und dann müsste man sich überlegen, ob man nicht das lieber in Kauf nimmt, anstatt dass man hier immer mit FindViewById das Element raussucht. Also kann man bestimmt machen, können Sie auch gerne anders machen als ich, aber ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, also dass da Instanzvariablen für die beiden Text-Views gehalten sind. Aber wie gesagt, den Code kann man ganz anders machen. Gilt immer, wenn wir hier gemeinsam programmieren. Sie können den Code ganz anders gestalten. Das, was ich hier mache, ist ein Lösungsvorschlag. Der ist meistens darauf ausgerichtet, dass ich auch irgendwie was halbwegs Schlaues Ihnen dabei erzählen und zeigen kann. Nicht immer darauf ausgerichtet, dass das der beste, schönste, tollste Code ist. Also Sie können da auch selber das eben anders machen. Was ich jetzt aber noch machen möchte heute auf jeden Fall, ist diese Siegbar zu initialisieren mit Ihnen. Und auch wenn ich zwei Siegbars habe, wird die Initialisierung fast immer gleich sein. Also ich werde am Ende irgendwie eine dieser beiden Methoden aufrufen müssen als Reaktion auf den Event. Aber ganz viel von der Initialisierung der Siegbar, also zum Beispiel von dem Setzen von irgendwelchen Default-Werten, das wird von der Struktur her sehr, sehr ähnlich sein. Und deshalb mache ich jetzt mal Folgendes. Ich erstelle mir eine Methode, in der ich die Initialisierung dieser beiden Siegbars generisch formuliere und nur mit Parametern dann dafür sorge, dass auf der einen Seite die eine Siegbar richtig und auf der anderen Seite die andere Siegbar richtig konfiguriert wird. Also ich erstelle mir eine ausgelagerte Methode, die nenne ich initSiegbar. Muss ich mal ganz kurz überlegen. Siegbar. Schreibt man das,
Ich glaube, so wird die Android-Sigma beschrieben, also ohne Binnenmajuskel als zusammenhängendes Wort. Was braucht die? Die braucht eine ID. Um welche Sigma geht es? Die braucht einen minimalen Wert. Was soll der kleinste Wert sein, der über diese Sigma ausgewählt werden soll, kann, soll, soll, kann, ausgewählt werden kann? Einen maximalen Wert. Einen Default-Wert, der ganz am Anfang ausgelesen wird. Und, schreibt es doch so, korrigiere ich das jetzt gleich mal schnell, einen Sigma Change Listener, der informiert werden soll, wenn die Sigma, die wir jetzt hier gerade initialisieren, sich ändert. Das sind so die Werte, die wir brauchen, um unsere Sigmas zu initialisieren. Und in der Methode holen wir uns dann die Sigma über die FindViewById-Methode mit der ID, die wir als Parameter übergeben. Wir sagen der Sigma, wer sich für sie interessiert, beziehungsweise für Änderungen an ihren Werten interessiert. Wir sagen der Sigma, was der minimale Wert ist, der auf ihr ausgewählt werden kann. Wir sagen der Sigma, was der maximale Wert ist, der auf ihr ausgewählt werden kann. Moment. Auch das wieder über den Parameter, den wir an die Methode übergeben. Und wir sagen der Sigma, welcher Wert aktuell, also wenn die initialisiert wird, am Anfang ausgewählt sein soll. Set Value ist das, glaube ich. Oder nee, Set Progress, Entschuldigung. Warum machen wir das? Weil ich, wenn die App startet, hier vielleicht irgendwie einen sinnvollen Standardwert ausgewählt haben möchte. Ich möchte vielleicht dafür sorgen, dass dass da zwei Rollen oder acht Rollen angezeigt wird am Anfang und hier soll vielleicht zwei oder so angezeigt werden, damit die Nutzer und Nutzerinnen schon mit einer halbwegs sinnvollen Vorgabe arbeiten können. Die Reihenfolge, die ich hier auswähle, die ist, glaube ich, auch vielleicht ganz wichtig, damit das später so funktioniert, wie wir möchten. Also implementieren Sie die auch mal so, wie wir das hier gemacht haben. Okay, aber das müssen wir jetzt für beide Sigmas durchführen. Wir müssen für beide Sigmas dieses initiale Setzen von den Werten und von dem Listener vornehmen. Und wir brauchen auch hier wieder einen Listener. Und in dem Fall würde ich jetzt, auch wenn es auf den ersten Blick ein bisschen unübersichtlicher wird, das gerne so machen, dass wir den Listener, der auf die Änderungen an diesen Sigma-Werten lauscht, auf der Ebene von unserer Activity selber implementieren. Also unsere Activity wird zu dem Listener. Und das machen wir deshalb, weil das drei Methoden sind, die wir implementieren müssen. Wir brauchen davon nur eine, nämlich diese hier. Die wird immer aufgerufen, wenn sich die Sigma, für die dieser Listener registriert worden ist, ändert. Also wenn die Nutzer und Nutzerinnen da einen anderen Wert eingetragen haben. Und die anderen kennzeichnen andere Abschnitte in diesem Interaktionsvorgang mit der Sigma durch die Nutzer und Nutzerinnen. Aber es sind drei Methoden, die durch dieses Interface vorgegeben werden. Und damit wir dann in Form von Lambda-Ausdrücken oder irgendwelchen anonymen Klassen oder Methodenreferenzen und sowas das nicht zu unübersichtlich jetzt in dem Fall gestalten und manche Möglichkeiten gehen dann auch gar nicht, nehme ich jetzt ausnahmsweise mal diese Möglichkeit wahr. Ich implementiere den Listener, den ich brauche für mein User-Interface-Element auf der Ebene der Activity und sorgt dann dafür, dass in den Callback-Methoden, die ich in der Activity implementiert habe, dann die Methoden aufgerufen werden, die für die Programmlogik relevant sind. Und jetzt muss ich nur noch diese Methode, die ich hier geschrieben habe und die generisch eine Sigma initialisiert, zweimal aufrufen für die beiden verschiedenen Sigmas, die ich habe. Und ich fange mal an mit der Sigma für die Anzahl der Klopapierrollen. Die soll
Die soll minimal vielleicht den Wert 0 haben. Wir lagern das später, wahrscheinlich nicht heute, sondern vielleicht machen wir dann nächste Woche nochmal weiter, auch alles schön aus in Konstanten und so weiter. Aber die soll minimal den Wert 0 annehmen können. Also weniger als 0 Rollen kann ich nicht haben. Und vielleicht einen Maximalwert haben von, weiß ich nicht, 10, 12 Rollen sind in einem Paket. Vielleicht 36 oder so, ich weiß es nicht. Müssen Sie mir sagen, was irgendwie ein sinnvoller Wert ist? Wie viel Klopapier kann man überhaupt bei sich lagern? Dann möchte ich einen Default-Wert angeben. Wie viele Rollen haben wahrscheinlich standardmäßig die meisten Leute zu Hause oder so? Suchen Sie sich irgendwas aus. Und ich sage, welcher Listener relevant für diese Seekbar ist. Und das ist unsere Activity selber. Und dann wird alles, was jetzt notwendig ist, um diese Activity, um diese Seekbar zu initialisieren, in dieser ausgelagerten Methode machen. Ich glaube, Klopapier kann man im Moment kaufen, so viel wie man möchte, auch wenn es nicht wirklich notwendig ist. Ja, schon notwendig, dass Sie so viel Klopapier haben, wie Sie möchten, aber ich glaube, Sie brauchen gar nicht so viel. Dann mache ich genau das Gleiche nochmal für die Seekbar mit den Personen. Die Initialisierung läuft nach dem gleichen Prinzip ab. Seekbar auswählen, Listener setzen, minimale, maximale und aktuellen Werte setzen. Nur machen wir das Ganze jetzt für die zweite Seekbar und wir wählen andere Werte. Also, wenn ich keine Person im Haushalt habe, wäre das irgendwie blöd. Also bin ich wahrscheinlich mindestens alleine. Und da möchte ich jetzt keine sozialen Kommentare oder sowas abgeben. Ich weiß nicht, was die durchschnittliche Anzahl der Personen in einem Haushalt sind. Können ja mal davon ausgehen, dass wir hier vielleicht eher für ein studentisches Publikum oder so schreiben. Also entweder leben sie allein im Wohnheim oder sie leben vielleicht in einer WG oder so. Sagen wir doch mal, dass im Durchschnitt wahrscheinlich die Leute zu zweit oder zu dritt so wohnen und keine Ahnung, mehr als 10 Leute im Haushalt, dann nutze ich vielleicht so eine App nicht mehr, um meinen Klopapierverbrauch zu berechnen, weil ich dann ganz andere Kalkulationen machen muss. Aber das sind die Werte für die zweite Seekbar. Ist auch völlig egal, was da drin steht. Nur wir initialisieren diese beiden Seekbars auf die gleiche Art und Weise, mit der gleichen Methode, nur mit anderen Parametern. Und jetzt probiere ich mal aus, was passiert, wenn ich die App starte. Startet noch, kein Problem. Ich kann jetzt hier mal hin und her bewegen. Da passiert noch nichts. Warum? Weil ich zwar die App initialisiert habe, die Seekbar initialisiert habe, ich habe auch den Listener gesetzt, aber ich reagiere in dieser Callback-Methode, die jetzt immer aufgerufen wird. Diese Methode wird immer aufgerufen, wenn ich hier was drin verändere, noch nicht auf die konkrete Seekbar, die jetzt ausgewählt worden ist. Und das muss ich jetzt noch machen. Ich habe ja ganz am Anfang von diesem Abschnitt hier schon die beiden Methoden aufgerufen, die dann als letzte Konsequenz gecallt werden sollen, wenn eine dieser beiden Seekbars sich ändert und die dann den Wert hier anpassen. Und das muss ich jetzt noch machen. Ich muss hier in diesem OnProgressChanged Callback mir anschauen, welche dieser beiden Seekbars wird denn aufgerufen. Das kann ich machen, indem ich in einem Switch Case mir anschaue, was ist denn die ID von dieser Seekbar? Immer wenn Sie irgendwo einen Java-Objekt in Android haben oder auch ein Kotlin-Objekt, das ein View repräsentiert, dann können Sie mit der Methode getID die ID auswählen, die dieses Element hat. Zum Beispiel die, die Sie explizit in der XML-Datei gesetzt haben. Darüber können Sie dann immer die Elemente identifizieren. Diese getID-Methode gibt Ihnen, wenn das ein Element ist, was Sie selber in der Layout-Datei auch entsprechend eingestellt haben, immer die ID von diesem ganz konkreten Element zurück. Und das kann ich dann in so einem Switch-Case, auch das geht schöner, auswählen. Und ich kann jetzt immer vergleichen, ist das denn die ID zum Beispiel für die Anzahl der Rollen? Und wenn das die ist, dann rufe ich meine vorbereitete Methode auf. Und ich kriege in dieser Callback-Methode immer auch mit, wo steht denn diese Seekbar gerade. Das kann ich hier benutzen, um diesen Wert, was haben die Nutzer und Nutzerinnen gerade ausgewählt, hier explizit dann auch als Parameter zu übergeben und dann in Konsequenz dieses Textlabel hier zu ändern.
und dann schließe ich diesen Case ab und mache das gleiche nochmal für die Anzahl der Personen. In dem Fall wird die letzte oder die andere Callback-Methode, die ich vorbereitet habe, oder Methode, die ich vorbereitet habe, aufgerufen. Auch das wird abgeschlossen und ich definiere einen Default Case. Und jetzt schaue ich mal ganz kurz. Genau, das sind zwei kleine Worte dazu noch oder ein kleines Wort dazu. Ich bin auch noch nicht so dahinter gekommen, wie man, wenn man unbedingt einen Switch Case machen möchte, das besser hinbekommt. Aber Sie kriegen hier eine kleine Warnung angezeigt und die Warnung heißt übersetzt eine ID in diesem ganzen Android-Framework, also diese Variable, in der der Wert drinsteht, die ist nicht mehr final. Das heißt, die kann sich theoretisch ändern. Und wenn Sie einen Switch-Case haben, auch wenn Sie das jetzt vielleicht in so ersten Kursen noch gar nicht so berücksichtigt haben, wäre es nicht schlecht, wenn das, was Sie hier vergleichen, oder was Sie als Flag für den Case benutzen, ein finaler Wert ist, der sich nicht mehr ändert. Also hier sowas reinzuschreiben wie eine ID, die eigentlich sich in der Praxis nicht wirklich ändert, aber die von dem Konstrukt, in dem sie gespeichert ist, nämlich der Variable, die irgendwo in dieser R-Klasse drin steht, theoretisch verändert werden kann, ist keine so gute Idee. Weil Sie könnten mit diesem Code, und wir machen das heute und ich überlege mir für die nächsten Fälle dann was anderes und was Besseres, aber es könnte der Fall auftreten, dass wir einmal in diese Switch-Case reinkommen und dann würden wir die ID, weiß ich nicht, 20 hier bekommen und wir würden einmal bei einer Ausführung hier in diesen Bereich geraten und bei der zweiten Ausführung in diese. Das ist sehr unrealistisch, dass das passiert, aber diese Werte in der R-Klasse sind nicht mehr final oder sind nicht final. Das heißt, die können sich theoretisch zur Laufzeit ändern. Ich weiß nicht, unter welchen Bedingungen und wie das passieren kann, aber dementsprechend sollte man das, wenn man es vermeiden kann, nicht so machen. Wir machen es aber trotzdem, um mal zu schauen, ob das funktioniert. Und Sie sehen, dass es funktioniert, weil es wird nämlich sofort bei der Initialisierung auch durchgeführt. Warum? Weil dieser Callback hier nicht nur ausgeführt wird, wenn die Nutzer und Nutzerinnen in der Seekbar rumspielen, sondern auch, wenn wir programmatisch den Wert setzen. Deshalb habe ich erst den Listener gesetzt. Ich habe erst gesagt, was soll passieren, wenn sich diese Seekbar ändert und habe dann, nachdem das gesetzt ist, über die entsprechenden Methoden den Progress gesetzt, also den aktuellen Wert für diese Seekbar, ist dann von hier, hier oder so hingesprungen. Dadurch, dass ich das gesetzt habe, dass ich programmatisch diesen Wert geändert habe, ist diese Callback-Methode das erste Mal aufgerufen worden. Und dadurch, dass die Callback-Methode aufgerufen worden ist, habe ich dann explizit im Code die entsprechenden vorbereiteten Methoden ausgeführt oder aufgerufen, in denen dann auch als Reaktion darauf, dass sich die Seekbar ändert, dieses Label hier sich entsprechend ändert. Okay, ich würde gerne ganz kurz noch skizzieren, was wir als nächstes machen müssten und dann machen wir das vielleicht in der nächsten Woche weiter. Ich müsste jetzt, weil wir mit dieser Activity jetzt fertig sind, die zweite Activity anlegen. Wir können das ja mal testweise schon machen. Ich zeige Ihnen dabei gleich eine kleine Abkürzung. Ich erzeuge über das Kontextmenü in meinem Android-Package eine neue Activity, auch wieder eine leere Activity, die nenne ich Result Activity. Und dann kann ich gleich in diesem Auswahldialog auch sagen, dass ich eine Layout-Datei dazu haben möchte. Ich kann auch noch weitere Sachen bestimmen, zum Beispiel, dass die über den Android-Launcher, über dieses Menü, in dem die ganzen Apps angezeigt werden, gestartet werden könnte. Das muss ich aber gar nicht machen. Ich erzeuge jetzt nur die Activity und gleichzeitig eine Layout-Datei. Und was durch diesen Prozess, über dieses Kontextmenü auch automatisch passiert, ist, dass diese Activity hier im Manifest automatisch eingetragen wird. Sie erinnern sich, das habe ich ganz am Anfang gesagt, das ist super wichtig, Activities, die nicht im Manifest auftauchen, die können Sie nicht aufrufen oder dann passiert ein Fehler, wenn Sie versuchen, per Intent in diese Activity zu wechseln. Und wenn Sie die Activity manuell anlegen, also selber eine neue Klasse schreiben
und die Klasse dann von Activity oder irgendeiner anderen Activity-relevanten oder von Activity-erbenden Klasse erben lassen, dann müssen Sie das selber machen. Dann müssen Sie selber im Manifest dafür sorgen, dass diese Result-Activity, um die es jetzt in dem Fall geht, auch wirklich eingetragen wird. Wenn das nicht der Fall ist, wenn Sie das vergessen, dann stürzt Ihre App spätestens an dem Moment, wo Sie versuchen, in diese Activity per Intent zu wechseln, ab. Wenn Sie über dieses Kontextmenü die neue Activity anlegen, dann wird die hier ganz wunderbar erstellt. Die Layout-Datei kommt schon direkt dazu und die wird auch im Manifest eingetragen. Also im Zweifelsfall, wenn Sie eine neue Activity in Ihrer App brauchen, nutzen Sie diese Komfortmechanismen von Android Studio und dann kümmert sich Android Studio um diese Sachen. Sie könnten aber auch einfach selber eine Klasse erstellen und dann die von jetzt in dem Fall App Compat Activity oder irgendeiner anderen Activity-Klasse erben lassen. In diese Activity würden wir gerne wechseln. Und das können wir vielleicht noch zusammen machen und dann ist es auch gut für heute. Ich würde gerne, wenn auf diesen Button geklickt wird, in diese andere Activity wechseln. Und das ist erstmal super leicht, weil das können wir nämlich schon. Wir erzeugen uns einen Intent. Den importiere ich auch gleich, damit das funktioniert. Ein Intent kommt immer von einer Activity und geht in die andere Activity. Wir könnten hier sys hinschreiben, dann würde auf die aktuelle Activity verwiesen werden. Wir wollen in die Result Activity, die müssen wir aber als Class angeben, mit diesem Punkt Class einfach. Also wir können ja mal reinschauen, was hier rein gehört. Als Parameter ein Kontext als erster Parameter. Und eine Klasse als zweiter Parameter. Kontext ist der Kontext der Activity, aus der heraus der Intent gestartet wird. Das können wir mit sys abkürzen. Wir können auch sowas reinschreiben. Dann wird explizit der Kontext von der Activity übergeben. Das ist alles möglich. Hauptsache, wir geben an, von wo nach wo dieser Intent gehen soll. Und dann können wir den auch starten direkt. Start Activity. Mit diesem Intent. Wenn ich jetzt auf den Button klicken würde, können wir mal ausprobieren, ob das funktioniert, müsste unsere zweite neue Activity ausgeführt werden. Das passiert auch, da steht jetzt noch nichts drin, aber das funktioniert. Was wir jetzt noch machen müssten, ist, wir müssten an dieser Stelle die aktuellen Werte von den Labels oder von diesen Seekbars auswählen. In den Intent mit reinpacken, damit wir die dann an der anderen Activity wieder rausfischen können aus diesem Intent und dort dann verwenden können. Ich zeige Ihnen noch ganz kurz, wie der Code dazu ausschaut und die Programmlogik dazu in der anderen Activity machen wir dann in der nächsten Woche. Ich speichere mir kurz zwischen, wie viele Rollen der Nutzer, die Nutzerin über die Seekbar ausgewählt hat. Den Wert finde ich in Current Roles Count und zwar als Text, den ich mir da ausgeben lassen kann. Text, ich möchte ihn gerne als Zahl übergeben, weil es ist ja ein numerischer Wert und dementsprechend mache ich jetzt das Gegenteil von dem, was ich hier mache. Anstatt den String aus dem Integer-Wert zu erstellen, erzeuge ich mir aus einem String. Und ich vertraue jetzt darauf, dass ich das so programmiert habe, dass es zu keinen Fehlern führt. Zwinker-Smiley, Fehlerbehandlung sollten Sie natürlich so häufig wie möglich machen. Ich vertraue jetzt einfach daraus, dass hier in dem Label ein String drin steht, der auch als Zahl interpretiert werden kann. Mache das gleiche noch für die Anzahl der Personen. Also auch hier wieder erzeuge ich mir aus dem Text, der in dem Label drin steht, ein Integer-Wert. Und jetzt verpacke ich diese beiden Werte in den Intent, den ich nutze, um die zweite Activity aufzurufen. Wie mache ich das? Ich nehme mir diesen Intent und bevor ich den abschicke, füge ich da ein Extra hinzu. Und diese Extras sind Key-Value-Pairs. Sie nehmen einen Wert, packen den rein und packen dann Label drauf in Form von einem String. Und anhand von diesem Label können Sie dann auf der anderen Seite in der Activity, wo dieser Intent oder die durch diesen Intent gestartet worden ist, genau diesen Wert wieder rausfischen. Das
machen wir jetzt schnell noch einmal und dann muss ich auch aufhören. Wir machen das jetzt mal, indem wir in der Result Activity, also die Activity, in der diese Werte, die wir jetzt in den Intent reinspeichern, auch verwendet werden sollen, zwei Konstanten anlegen. Public Static Final String Roles Key Number Roles und das kopiere ich mir noch einmal. Persons, Number of Persons. Das sind meine beiden Keys, mit denen ich diese Werte in dem Intent referenzieren oder labeln möchte. Die benutze ich, um in dem Moment, wo ich den Intent erstelle, die Werte mit dem richtigen Label zu versehen. Macht es einmal für die Anzahl der Rollen, die die Leute ausgewählt haben in dieser Activity. Und macht das ein zweites Mal in der Form, indem ich den zweiten Key benutze für die Anzahl der Personen. Packt das beides in den Intent. Und wenn ich jetzt diesen Intent abschicke, kann ich mir auch wieder über Methoden, die heißen dann getExtra, genau diese Werte wieder auslesen. Gibt es zum Übergeben solcher Werte beste Practices zwecks Nullsicherheit? Da können Sie sich mal die Doku anschauen. Also, wie gesagt, das machen wir dann in der nächsten Woche zu Ende. Aber wenn Sie dann diese getExtra, wenn Sie diese Extras wieder auslesen, dann können Sie das an der Stelle sinnvoll behandeln. Also da, wenn Sie dann jetzt hier, ich zeige es mal ganz kurz, getIntent, get Extras und dann können wir ja mal anschauen. Dann gibt es diese ganzen Methoden, mit denen Sie wieder das rückgängig machen können, beziehungsweise die Werte auslesen können. Und wenn Sie jetzt wissen möchten, wie Sie da solche Probleme mit Null oder so umgehen, dann müssen Sie sich anschauen, wie Android diese Methode ja verwaltet. Und Sie sehen jetzt hier zum Beispiel schon, dass es zum Beispiel eine Variante davon gibt, wo Sie dann so einen Default-Wert angeben können. Das heißt, wenn Sie in der Activity, die aufgerufen worden ist, diesen Wert nicht finden in dem Intent, könnten Sie mit einem Default-Wert weitermachen. Aber das ist sowieso, ich würde Ihnen jetzt nicht in die Hand sagen, machen Sie das genau so, sondern wahrscheinlich gibt es dann auch für verschiedene Anwendungsfälle nochmal andere Varianten oder andere Möglichkeiten, wie Sie dann mit diesen Problemen, Wert ist in der zweiten Activity nicht da, umgehen. Aber das nur so als ein Hinweis, wenn Sie die Extras wieder rausfischen aus dem Intent, gäbe es zum Beispiel die Möglichkeit, dass Sie so einen Default-Wert angeben für den Fall, dass Sie da nichts finden. Aber das soll es jetzt erstmal für heute gewesen sein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend und hoffe, dass Sie mit dem, was wir jetzt heute gemacht haben, und den Lernmaterialien auch ganz gut mit den Übungsaufgaben zurechtkommen. Und wenn Sie möchten, sehen wir uns dann wieder nächsten Montag zur gleichen Zeit. Und dann machen wir vielleicht noch ein bisschen mit der App weiter, schauen uns die zweite Activity an und starten dann vielleicht auch schon nächste Woche mit dem nächsten Beispiel. Bis dahin, haben Sie eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.